Aquarium? Nee. Aber durchs Aquarium kann man, glaube ich, durch. Kriegt man hier eine Angel? Angel! Hallo, J-Fons. Hallo, Mariko. Was kann ich hier mit einer normalen Angel angeln? Wahrscheinlich so wie immer. Carpador. Hallo, Ferrets. Ach, hier ist schon Route 8. Egal, wir gehen einfach weiter. Zertrümmerer habe ich jetzt, aber ich habe es noch nicht beigebracht. Und das Trainer? Ja. Hallo, Anpilon. Hey, Fresh Boca. Hallo, The Hammer. Ich kann mal nicht durch. Hallo, Sword of the Demon King. Heute schon 30 Minuten früher da. Was du sagst, macht keinen Sinn. Ich habe keinen Zeitplan. Ich komme, wann ich will. Richtiger Fan mit 23 Monaten, Marco. Marco. Wo bin ich denn jetzt? Marco, dankeschön. Für 23 Monate. Hallo Sakura. Hallo Game Benny. Du musst erst auf Route 9 und da bekommst du ein Fossil. Okay, interessiert mich nicht. Warum sagst du mir sowas? Hallo Schrick. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Deoxys. Gerne. Bevor kommst du da nicht durch. Okay. Ich will sowas nicht wissen. Sei ruhig. Warum sagst du mir, was ich tun soll? Oder was die Aufgabe ist? Ich spiele das Spiel. Lass mich mein Spiel spielen. Bam, 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 bam. Hallo Basti. Erstmal so lange nicht dauern, wird man gleich gescammt. Du wurdest nicht gescammt, du hast dich selber gescammt. Oh, der redet von Genesekt? Lass es mich wissen. Wenn ich ein Genesekt habe, hä, was macht er dann? Was soll man denn mit Genesekt machen können? Ich weiß, du kannst von Genesekt quasi den Typ ändern, aber macht der das dann für dich? Ich dachte, das ist mit einem Item. Gibt er dir die Items dafür vielleicht? Alles, ja. Moment, ist das nicht unsere... Okay. Immer weiter. Tivter! Hallo Fast Guy. Schau, wie treu 70 Streams. So treu. Hallo Casio. Ja, ich habe gestern Deoxys bekommen. Das dritte. Oder das zweite, je nachdem wie man es sieht, je nachdem so, ne? 28.240. Twitter steht falsch im Titel. Hey, du hast recht. Seit 70 Streams gehe ich dir schon auf die Nerven. Das tust du schon um einiges länger als 70. Warum sollte das im Hotel sein? Ich habe gestern Nacht einen Film angemacht. Wie heißt der Film nochmal? Mit ihren O-Kräften. Okay, erklär mir mal die O-Kräfte. Eine mysteriöse Kraft. Ja, dieses ganze Lore-Ding interessiert mich nicht. Wie mache ich das? Muss ich es machen? Kannst du jetzt speziell Kraft Level 1 benutzen? Achso, okay, das war doch nicht schlecht. O-Kräfte ist gleich S-Kräfte. Was sind S-Kräfte?
Meinst du, es gibt in XY nicht so die krassen Zusatzherausforderungen? Ich hätte da vielleicht was. KW. Erzähl es mir. Was gibt es? Achso, die Sandwiches heißen S-Kräfte. Okay. Ich sehe hier aber keine Sandwiches. Du läufst mit dem Dex. Du schaust dabei zu. Es läuft. Mit wem soll ich denn noch alles reden? Die S-Kräfte waren das doch in Schwarz-Weiß 2 von der Kontaktebene? Nö, das waren nicht S-Kräfte. Das waren Transferkräfte. Die höchste Stufe war S. S im Sinne von höchste Stufe. Die hießen aber nicht S-Kräfte. Sag mal, okay, was sagt die da zu mir? Hallo, wer sie? Hallo, Virox. Achso, sie hat es verloren. Okay, ich schätze, es ist in einem von diesen Felsen drin. Natürlich habe ich jetzt ein Pokémon dabei, das Satramara einsetzen kann. Ja, einige sogar. Wer erbarmt sich? Mehike, komm. Du bist doch so ein Zertrümmerer-Tier. KW, ich bin so gespannt. Erzähl, was wäre eine krasse Herausforderung? Da ist jetzt ein Portrott drin. Ich weiß es. O-Kräfte. Ich kann mir schon vorstellen, was O-Kräfte sind. Ich weiß, was sie machen, aber ich weiß immer noch nicht, wie ich die einsetze. Ich habe gestern im Menü da unten rumgeguckt. Da war nichts von O-Kräften. Du musst zurück zu dem Durchgang neben dem Labor für Fossile. Okay, auch Konrad. Halt die verdammte Klappe. Was ist daran so schwer, einfach die Klappe zu halten und zuzugucken und mitzumachen, anstatt mir zu sagen, was ich tun soll? Wart ihr jemals schon auf Twitch und habt ihr Erfolg dabei gehabt, Leuten zu sagen, was sie tun sollen? Bim, 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 bim. Bim, 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 bim. Passt vielleicht nicht so ganz zu deiner Art zu spielen, aber jeden Starter mit dem OT Sana ertauschen? Was? Oder alle drei Kanto-Vögel mit Herkunft Carlos fangen? Die Kanto-Vögel ist interessant, das wusste ich, dass es die als Roma hier gibt. Aber das mit Sana kenne ich noch nicht. Was ist das? Wer ist Sana? Ist das schwer? Das passt schon zu meiner Art zu spielen. Warum? Das sind seltene Pokémon. Galar-Vögel aus Carlos ist cool. Und ist Sana... Ich kenne Sana nicht. Ist Sana die im roten Kleid? Das hört sich gut an. Die Vögel, stimmt, die hatte ich auf dem Schirm, aber die hatte ich vergessen. Galar-Vögel können wir auf jeden Fall fangen. Aber Sana, weiß ich nicht, ist das so cool wie N? Haben die so eine eigene Animation und so? Die eine da halt, okay. Und im Laufe des Spiels kann man Pokémon von ihr bekommen. Oh, tada. Skoppel. Die kleinhaarige Braune ist... die kleinhaarige Braune. Die braunhaarige Kleine ist Sana. Okay. Galar-Vögel. Die Vögel aus Carlos. Carlos-Vögel. Was für ein Rülpser. Er hat ja seine Hände in seinem Fell drin. So wie Kerle immer ihre Hände in ihre Hose reintun. Animation nicht, auch nach Beendigung des Spiels. Je nur ein Starter. Abhängig davon, welchen Starter du gewählt hast. Das heißt, ich muss das Spiel dreimal durchspielen. Dreimal durchspielen, damit ich drei Starter bekomme mit der OT Sana. Hm.
Ist das cool? Ich meine, N ist wenigstens ein cooler Charakter und man hat eine Animation. Ob ich die OT Sanna so cool finde? Von einem verhältnismäßig coolen, bekannten Charakter. Naja. Okay, was ist denn hier mit der Fusion von Verox? So, dann gehe ich jetzt nochmal in den Durchgang. Ich verstehe nicht, was sich ändern soll. Ich war bei dem Durchgang, beim anderen Durchgang. Keiner will was. Mewtwo Quack? Ento Mewton? Mewton? Doch ganz süß. Für die Roma muss man auch dreimal durchspielen. Verwechsel ich was? Du, ich habe keine Ahnung. Also ich lese mal durch, was du mich hier backseated hast. Du musst zurück zu dem Durchgang neben dem Labor für Fossile. Hier? Ja, nee. Schon mal falsch. Geh ins Labor, war ich auch schon. Wir gehen nochmal ins Labor. Kantevögel gerne merken, müsstest du sowieso dreimal durchspielen, dann kannst du die Sanderstarter auch gleich mitnehmen. Für die muss ich das auch... Ach, ich muss nach rechts gehen, wow. Da wäre ich auch ohne dich drauf gekommen. Leo, mach Bauwau. Warum? Alles doch auch basierend auf den Starter, den man gewählt hat. Du tust so, als ob ich das wüsste. Ich weiß das nicht. Keine Ahnung. Also, um die Galarvögel zu kriegen, also kriege ich Arktos, wenn ich Froxy auswähle. Ja, weiß ich noch nicht, ob ich das mache. Warum nennt die mich jetzt auch Lord L? Gummy, Dankeschön für 5 Monate. Dankeschön. Fandet ihr die Stelle mit Rihorn cool? Oh, die Steine sehen viel krasser jetzt aus hier mit Emulator. Sah das nicht immer super schlecht aus hier? Sieht gar nicht so schlecht aus. Nein, ich habe meine Frage vergessen, was? Also ihr fandet das auch nicht cool mit dem Rihorn, oder? Jetzt nimmst du die Zeit raus. Aber das ist ein Pokémon, das wir noch brauchen. Neues, Iguana, überlebst du einen Ruckzuck-Hieb? Selbstverständlich, oder? Iguana ist cool. Das war in Pokémon Snap auch cool. Die Stelle nicht, aber ich fand die Höhle damals geil. Es ist ein Schniedelmon. Aber wir brauchen zwei davon. Das reimt sich. Wo ist denn Iguana? Da. Okay. Ich habe mir auch nochmal überlegt, vielleicht machen wir doch alle Mega-Entwicklungen. Das heißt, jeden Stein sammeln und jedes Pokémon mindestens einmal entwickelt haben, während dem Kampf, um die Mega-Entwicklung zu sehen. Weil ich habe tatsächlich noch nie in meinem Leben eine Mega-Entwicklung gesehen im Spiel, außer es war damals irgendwas Story-bedingtes.
Deswegen wäre es gar nicht so schlecht, es nachzuholen. Aber es ist eigentlich zu viel Arbeit, diese dummen Steine zu holen für nix. Geht das nicht? Kann man nicht? Ah doch. Das ist nicht seitlich. Ui. Bis bei 1500 Lugias. Da geht nur mehr. Ist ja nix. Ich habe 28.240 für Deoxys gebraucht. Und rechts unten war das, wo ich. Ich möchte euch da nicht mit reinziehen. Wo ich gefailt habe das erste Mal, oder? Deoxys war rechts unten Fail, dann links unten und jetzt wieder rechts unten. Mann, Mann, Mann. Hallo, Herr Benz. Viel Arbeit für wenig Ertrag. Für null Ertrag. Der Ertrag wäre nur, dass ich es mal gemacht habe in meinem Leben. Aber man kriegt ja nichts. Ich kann die ja nicht übertragen. Stimmt, alles super wichtige Items. Hallo Anne. Was machst du eigentlich, wenn das vierte Deoxys auch auf Stream kommt? Wird dann ein fünftes gehuntet? Nö, deswegen hatte ich ja gestern komplett Licht an und alles. Das war ja gestern wie im Stream. Das ist mir egal jetzt. Ihr bringt mir einfach kein Glück. Immer wenn ich online bin, kommen keine Shinies. Und kaum gehe ich offline, kommt's. Was soll ich sagen? Männlich. Wie sieht denn dein Team aktuell aus? Nicht erwähnenswert. Pilzi. Pilzig. Pilzig, dankeschön für dein Prime. Hallo, hallo. Der Flöten-Dude ist schuld. Warum? Spätestens Legends Saar. A bis Z ist falsch. Saar. Machst du eine Mega-Entwicklung? Ja klar. Ich mache ja auch hier Mega-Entwicklung. Aber ich habe noch nicht mal Alpha Saphir. Ich habe ja nur Omega Rubin. Wobei es kann sein, dass man nicht beide Spiele braucht. Es kann sein, dass man nicht beide Spiele braucht für alle Mega-Entwicklungen in Oras. Vielleicht. Aber was ich auch gelesen habe, wenn es ein exklusives Mon gibt im Spiel, dann ist der Stein dafür exklusiv im anderen Spiel. Also Pinsir zum Beispiel ist nur in X, also ist das Pinsonit nur in Y. Wie gemein ist das denn? Soll ich die Alpha Saphir ausleihen? Nö, danke. Hallo Pilzig. Leuchthöhle, aber da unten war noch was. Was wird in XY deiner Hand? Alle Legis sind locked. Meine Hand in XY ist Quaffaff. Ich meine, ich glaube, ich brauche nicht mal. Dein Ernst, ich komme da nicht vorbei. Ich glaube, ich brauche nicht mal Oras beide, weil die Mega-Entwicklungen, die es gibt, sind, glaube ich, in beiden Spielen. Wie überträgt man denn die Pokémon ohne eShop vom DS? Ohne bin ich völlig dran vorbei und das ist gar nicht der DS. Oder bin ich völlig dran vorbei und das ist gar nicht der DS? Also ich spiele gerade auf dem Emulator, aber nur damit das Bild schöner aussieht. Oh, ein Himmelskampf. Achso, ich brauche Fliegen. Aber ich übertrage den Speicherstand, sobald ich es durchgespielt habe und spiele auf Original-Hardware weiter. Cheater, korrekt. Aber du brauchst keinen DS, 3DS online, um Pokémon Bank zu benutzen.
Kannst du ganz normal benutzen. Hast du eigentlich schon mal Poker Rogue gespielt oder ist das eher nicht so ein Type of Game, die du spielen würdest? Poker Rogue hat nur was mit Kämpfen zu tun und ich mag Kämpfen nicht. Ich mag nur sammeln. Vielleicht würde mir Poker Rogue ja auch Spaß machen, keine Ahnung. Und ich bin nicht auf den Hype Train aufgestiegen. Aber ich hatte keine Lust, es auszuprobieren. Hast du das Fushi schon abgeholt? Nö. Da war keins. Vielleicht zurückgehen. Wenn ich fliegen kann. Ich habe nicht mal ein Fiaro. Hallo Adri. Wäre es eine Option für dich irgendwann, wenn du die Hauptspiele und Origin Dex Mission durch hast, das gleiche auch für zum Beispiel HGSS oder Oras zu machen? Das wäre keine Option für mich, weil das für mich keinen Sinn macht. Warum soll ich denn Remakes das nochmal machen? Das macht keinen Unterschied dann. Also... Das ist ja, also was soll ich denn da dann machen? Oh mein Gott. Du meinst, ich soll einfach ein Living Dex machen in den Remakes? Finde ich langweilig und hat keinen Sinn. Was ich aber mache, ist Retro-Achievements. Und HGSS hat ziemlich sicher Retro-Achievements, deswegen HGSS, wenn du das so magst, das werde ich vielleicht bestimmt irgendwann mal spielen. Aber Origin Dex hat nur was mit Origin zu tun, da hat ein Remake nichts drin verloren. Deswegen will ich ja auch eigentlich nicht Oras spielen, aber wenn es da Mega-Entwicklungen gibt, die es so sonst nirgendwo gibt, dann macht das wieder Sinn. Komm, ich will hier irgendwelche coolen Pokémon. Gibt's hier was Cooles? Jetzt habe ich kein zweites männliches Iguana. Ein Onix. Pokerock wird doch bestimmt einen Takedown kassieren und dann ist es wieder weg. Warum sollte das einen Takedown kassieren? Was haben die getan? Ja, und so zum Beispiel alle hohen Pokémon auch aus den Remakes hohen Spielen holen? Ja, aber da habe ich keinen Reiz dran. Warum soll ich die denn nochmal holen in dem Remake, wenn ich sie schon im Original habe? Im Original ist doch viel cooler. Was mit Achievements? Retro-Achievements. Retro-Achievements ist eine Webseite, die sich mit deinem Emulator verbindet. Und dann ist das wie auf Steam, PlayStation, Xbox, schaltest du Trophäen frei. Ist dann sowas wie, dann spielst du halt Hard Gold, dann fängst du Ho-Oh. Und dann macht's bling, du hast Ho-Oh gefangen. Geh einfach auf Retro Achievements, Google, und dann siehst du das. Oh, ein Item. Nice. Als Shiny Hunter kommt man da definitiv auf seine Kosten. Ja, ich sehe das ja auch, wie ihr ständig Pokerogue Shinies postet. Für mich sind das aber keine Shinies, auf die ich Bock habe, weil... Mit den Shinies kann ich nicht... Also die Shinies sind nicht Teil von meiner Sammlung. Das sind die Go-Shinies. Was soll ich denn mit denen? Die gehören nicht zu Pokémon Home. Die gehören nicht zum Hauptspiel dazu. Die sind gefangen auf Pokerogue. Also was soll ich damit? Mein Freund hätte ich auch weitergehen können. Das ist immer nur ein Pokémon, was den Weg versperrt. Achso, ich dachte, es wäre quasi ein Abgrund. Egal, ich glaube, ich bin richtig. Die sind ja noch unnützer als aus Go. Ja, sie sind hübscher als aus Go. Aber man kann noch weniger mit ihnen anfangen. Ich sag selbst, Go-Shinies sind cooler. Was sagt er? Nein. Oh mein Gott, man muss das erste Mal in seinem Leben Nein sagen im Pokémon-Spiel, damit man weiterkommt.
Ah, Megumina, Pokerogue wird nicht fertig gemacht. Die sind zu klug dafür. Also Nintendo könnte sie jederzeit, oder Pokémon könnte sie jederzeit vernichten, aber das machen sie nicht. Es gibt genug Fangames da draußen, die man jederzeit legal spielen kann. Die einzige große Regel ist, du musst die Regeln von Pokémon beachten. Dazu haben sie einen riesigen Guide mal veröffentlicht. Und du musst, darfst kein Geld damit verdienen. Und anscheinend machen sie das alles. Wie ist denn das Wetter aktuell in Irland? Warum willst du über das Wetter reden? Lurky, du bist ein Sesokitz. Das Wetter ist Jalousien. Wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich Jalousien. Ist das Wetter genug? Weil wir in Deutschland am Schwitzen sind. Oh, ihr Armen, ihr müsst schwitzen. Beginnt jetzt wieder die Zeit, wo jeden Tag die Leute sich beschweren, dass es ja so warm ist. Und nein, ich lebe in einer Dachwohnung und ich schmelze. Schwert euch. Immer nur am Meckern. Weil mein Wetter endlich mal so angenehm ist, dass es mir nicht auf den Kopf schlägt. Ah, okay. Gibt's nicht in Deutschland? Nope. Ich will den bewegen. Bim, 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 bim. Wochenlang. Oh nein, immer regnet es dann zwei Tage warm. Oh nein, wir müssen schwitzen. Ja. Jetzt 24 Grad geht aber klar im Moment. Okay. Flair. Mishu, dankeschön für 44 Monate. Hallo, hallo, hallo. Hallo Mishu. Irgendwie kann dieses Amphisel noch keine so geilen Attacken. Lernt nicht eine Quajutsu dann so Wasser-Shuriken? Ist das dann nicht mal eine gute Attacke? Sind wir uns sicher, dass das die richtige Wahl war? Ich meine, ich habe keine Probleme bisher. Mogelhieb nehme ich. Blitz. Ich finde die Shuriken-Attacke gar nicht so gut. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich will einfach einen Surfer. Ich bin bald Quajutsu. Ich will einfach surfen, glaube ich. Synthese. Ich weiß nicht, ob ich mit Mehikel jemals kämpfen werde. Quajutsu ist super. Hallo Pontinus. Du bist ein Vulpix, Pontinus. Das, was du immer sein wolltest. Endlich geht dein Traum in Erfüllung. Shuriken und finster Aura. Okay, finster Aura verstehe ich, das probieren wir. Ist ja klar, das habe ich gesehen. Ist das ein FM? Nope. Das ist auch Gen 5, das brauchen wir nicht. Flatiamo. Meine Wohnung befindet sich auf der Schattenseite. Egal ob Sommer, ich habe es angenehme 19 Grad. Nice. Hallo Scarlet. Hallo, hallo. Das Ashmon holst du dir aber auch noch, oder? Oder zählt das nicht zu deinem Dex? Das zählt natürlich zu meinem Dex. Und meinst du das, was ich schon habe? Das hier? Das hole ich mir auch. Die Frage ist nur, ist das Gen 6 oder Gen 7? Man kann dafür und dagegen argumentieren. Mariko, du bist ein Alabis. Verox, ich habe keine Ahnung von PC-Setups.
Ich würde dich ja jetzt gerne fragen, was, wie, wo, was, aber diese Zahlen, die du alle schreiben würdest, würden mich alle nicht interessieren und ich würde sie alle nicht verstehen. Besserer PC. Nice. Ist das jetzt mein Psiao oder ihr Psiao? Sie hat zufällig einfach auch ein Psiao. Naja, 6, weil es da zuerst aufgetaucht ist. Stimmt nicht. Wie meinst du 6, weil es da zuerst aufgetaucht ist? Ash Quajutsu ist das erste Mal in Gen 7 aufgetaucht. Das ist ja das Problem. Und du kannst es auch nur in Gen 7 übertragen. Du kannst es... Ich weiß gar nicht, ob du es zurück übertragen kannst auf Gen 6. Eigentlich nicht, weil Rückwärtsübertragung ging nicht in Gen 7. Du kannst immer noch hoch übertragen. Kann sein, dass sie bei Quajutsu eine Ausnahme gemacht haben. Ich glaube, es geht nicht mal. Ich krieg's noch nicht mal auf Gen 6. Das einzige Argument für Gen 6 ist, dass es halt ein Quajutsu ist. Es ist halt besonders. Aber ich will es nicht zu Gen 7 packen. Ich glaube, ich pack's ans Ende einfach von Gen 6. Als Vorausblick für Gen 7. Was ja auch eine Demo ist. Da noch ein Gen 6 Mon? Ja, aber halt nicht. Das ist ja das Problem. Das ist nicht im Code enthalten, genau. Ash Quajutsu ist, glaube ich, nicht in XY überhaupt gar nicht drin so. Aber ich glaube, trotzdem will ich es ins Video reintun, weil es Quajutsu ist. Es wäre doch komisch, in Sonne und Mond davon zu reden, ein Ash Quajutsu. Wo war es denn im Anime? Weil daher kommt's ja. War das im Anime, im XY-Anime oder war das im Anime im Sonne und Mond? Wo hatte er Quajutsu XY? Ciao? Die haben das halt nur im Nachhinein ins Spiel reingetan, wegen dem Anime. Ich glaube, wenn sie früh genug dran gedacht hätten, dann hätten sie es in XY reingetan. Warum stirbt dieses Klibunkel nicht? Hat es irgendwie Angst? Hat es irgendwie kein Problem? Achso, Trockenheit. Ich mache jetzt schon so oft Aquawelle. Kann es sein, dass sie alle besiegt hat und ich die ganze Zeit nichts gemacht habe? Ähnlich wie die zwei Inkognito-Formen. Ja, Patrick, ja, ja. Stimmt, bei Incognito habe ich es ja auch in Gen 3 dann erwähnt im Video. Aber da sind die ja auch richtig im Spiel drin. Das Quajutsu ist ja quasi zwischen 6 und 7 in einer Demo drin. Ich stelle es mir nur cooler vor zu sagen, und dann habe ich mir noch in der Sonne- und Mond-Demo Ash Quajutsu geholt. Aber ja, ich muss dann voll viel über Sonne und Mond reden. Doch, ich habe den Gegner geheilt. Nice. Aber im Anime war Togepi auch schon früher. Okay. Ich meine, wir machen das ja öfter. Bei Incognito ist es ja auch so, dass du es in Gen 3 fängst, aber du tust es in Gen 2 zu den Incognitos. Und Ash Quajutsu ist eigentlich Gen 7, aber du tust es in die Gen 6 Box zu Quajutsu. Ich weiß es nicht. Ich find's komisch, am Ende von Gen 6 über Gen 7 zu reden, aber ich find's auch komisch, am Anfang von Gen 7 über ein Quajutsu aus Gen 6 zu reden. Wobei irgendwie in Gen 7 drüber zu reden, wirkt doch etwas bequemer. Ist ja schon ein Feature von Gen 7. Ja.
Ich meine, Oras hat auch eine Demo, wo, glaube ich, irgendein bestimmtes Phenontor drauf ist. Ansonsten müsste nach dieser Logik jetzt auch alle Regionalformen in ihren jeweiligen First Gen stecken, statt aber... Ah, was? Nein. Fassen. Ja. Ja, die Alola-Formen sind Gen 7 Pokémon. Komischerweise wird trotzdem Ash Quajutsu als Gen 6 Mon hier aufgelistet. Hier. Das heißt, eigentlich müsste Greninja, ist halt komisch, ne, hier sein. Hinter Zwielichtform Wolverock. Ist aber auch seltsam. Alles nicht perfekt, aber vor allem ist es irgendwie auch egal. Da sind wir noch lang nicht. Du kannst es auch im Gen 6 und im Gen 7 Video erwähnen. Ja. Vor 2 Tagen die Demo auch gespielt, OT Ash mit Funddatum. Ist halt auch echt cool, Nostalgie hat gekickt. Hast du extra das Datum umgestellt? Ich weiß gar nicht, ob ich das machen würde. Echt, das Datum ist einprogrammiert? Das Funddatum ist einprogrammiert, egal welches Datum dein DS hat. Wie haben die das denn gemacht? Warum ist das nicht immer so? Das ist viel cooler. Weißt du, wo du mit dem Fossil hin musst? Wenn ich Nein sage, schreibst du mir dann einen kompletten Aufsatz, wo ich hin muss. Nein, ich weiß nicht, wohin damit. Bitte, Lurky, hilf mir. Ich bin so hilflos in diesem schweren Pokémon-Spiel. Ich laufe hier in einer Höhle rum und ich komme überhaupt nicht voran und dauernd sind da irgendwelche Pokémon, die ich bekämpfen muss. Ich brauche deine Hilfe. Candy Mountain, hallo. Montaigne. Gott, muss ich jetzt hier alles wieder zurückgehen? Schaffe ich das? Okay, ist nicht so schwer. Ist doch schwerer, als ich dachte. Helf mir, Obi-Wan Kenobi, ihr seid meine letzte Hoffnung. Das Datum ist das Datum, wo Ash in der Originalausstrahlung das erste Mal seinen Fox begegnet. Das ist voll cool, warum haben wir das nie bei anderen Event-Pokémon gemacht? Immer ist es das Datum vom System, wenn du es halt bekommst. Hier geht's weiter. Okay. Ich bin richtig. Gibt's ja echt keine neuen Pokémon in dieser ganzen Höhle. Nope. Hier ist ja auch das erste Mal, dass die Shiny-Rate 1 zu 4000 ist, von Anfang an. Das heißt, vielleicht finden wir ein Shiny. In Google steht, das Laborum müsste auch in Petronia gewesen sein.
Lurky, das reicht mir nicht an Informationen. Ich habe doch keine Ahnung, wo was ist in diesem Spiel. Ich brauche so krasse Hilfe. Bitte, find heraus. Find es bitte heraus. Ich weiß doch nicht, was ich sonst mit mir anfangen soll, wenn ich jetzt nicht weiß, wohin ich mit den Fossilien soll, nachdem ich schon dreimal im Labor war, Mann. Von Anfang an Ole Schillerpin? Naja, die Shiny-Rate wurde hier von 8000 auf 4000 heruntergesetzt. Ganz regulär. Schillerpin macht dann 1 zu 2000. Ihr habt kein Wasser mehr. Ihr habt kein Wasser mehr. Ich muss laufen. Finde ich auch schnell. Nein. Komm, noch ein männliches Iguana. Nein, nicht du. Du bist süß, aber nein. Ich kann euch jetzt gerade nicht besiegen. Geht weg. Wie bin ich schon Level 30 eigentlich und habe noch immer eine Arena erst? Nee, 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 nee. Steht jetzt der Schwabe. Iguana! Fuck! Oh mein Gott! Es gibt noch eine Stelle, wo man das machen muss, oder? I remember. Männliches Iguana. Hoffentlich finde ich das Labor jetzt. Was für ein Zufall. First try. Es geht viel zu schnell, da stimmt was nicht. In Jurassic Park haben die voll lang gebraucht. Wie wird das so? Wo ändere ich hier? Anstelle von Rabbit. Das ist halt 20. Okay. Iguana. Ich muss irgendwann, wahrscheinlich erst, wenn ich fliegen habe, zurück und mir ein Fiaro holen. Oder halt ein Fletchling-Ding. Ich habe irgendwie keins gefangen. Gott, Amarino entwickelt sich doch ewig spät. So 45 oder so. Dartiri. Was ist das? Oh! Soll es Ampharos sein? Oder Vadribi? Was soll es sein? Ampharos? Es muss Ampharos. Die Ohren. Ampharos. Nee. Voltilam. Nee, warte mal. Die Ohren. Ach, Nachtara? Nein. Die Ohren sind Nachtara. Nicht wirklich. Ja, was ist das? Bibor? Nein. Hornweise? Nein. Es muss schwarz-gelb gestreift sein. Was ist denn Ampharos, aber Ampharos, es hat keine schwarzen Ohren, es hat... Aber doch, es muss Ampharos sein, wegen den roten Kugeln, oder? Aber Ampharos hat null schwarz. Ampharos ist weiß. Ist es auch schwarz? Ampharos... Durin... Durinros. Halt, ich muss mich heilen. Hm.
Level 37 nachts. Wann wird Nacht in dem Spiel? 20 Uhr. Warum bin ich denn so viel am Gähnen? Ach ja, weil ich um 9 Uhr aus dem Bett geklingelt wurde. Vom Epilog. Der zweite Epilog ist hier. Es wird geshiny hunted mit dem Epilog auch noch. Mein gratis Epilog. Endlich werde ich gewertschätzt als Content Creator. So lässt du jetzt mich hier durch, du dumme Kuh. Wehe. Die Lieferung kam echt schnell an. Ja. Ich bin ja auch ein Promi. Nee, das war aber letztes Mal auch. Ich habe letztes Mal auch, keine Ahnung, spätestens nach 5 Tagen oder sowas kam das, glaube ich. Ich nehme einen, wenn du fertig bist mit Shiny Hunten. Tatsächlich, wenn ich das Video jetzt darüber mache, dass man 2 GB Operators gleichzeitig benutzen kann, brauche ich ihn eigentlich nicht mehr. Aber ich habe Angst, dass ich ihn... Es kann halt immer sein, dass ich ihn dann doch spontan brauche. Das habe ich, denke ich mir, bei so vielen Sachen. Ich habe so viele Sachen, die ich eigentlich mal herschenken oder verkaufen könnte. Aber ich denke mir immer, aber was ist, wenn ich es dann doch brauche? Nennst du das Amarino Lurky und immer wenn ich besiegt werde, kannst du mich anmeckern? Nein. Lurky, du weißt doch, dass ich keine Spitznamen gebe. Außerdem wolltest du der T-Rex sein. Amarino war deine zweite Wahl, also tu nicht so, als ob jetzt das Amarino so krass ist. Du wolltest es gar nicht. Dein Gardos-Video war sehr, sehr gut. Dankeschön, hast du schon angeschaut. Cool. Ich habe vorhin ein Making-of dazu gemacht, was, ich glaube, am Donnerstag auf Patreon kommt. Wie waren die Aufnahmen am See? Das siehst du auf Patreon am Donnerstag. Wenn du denn... Wie waren die Aufnahmen am See? Ja, das siehst du morgen auf YouTube. Die Aufnahmen waren sehr peinlich. Was lernt Grammoglis? Autotomie? Was ist denn Autotomie? Anwender trennt sich von überflüssigen Körperteilen und steigert seine Initiative stark. Sein Gewicht nimmt deutlich ab. Wie krank ist diese Beschreibung? Es trennt sich von überflüssigen Körperteilen. Das würde ich auch gern können. Sein Gewicht nimmt deutlich ab, aber ich glaube nicht, dass ich das groß benutzen werde. Ich die Tage auch lernen. Schon geil, wie so eine Echse einfach fallen lassen. Mittwoch hast du gesagt, ja, morgen ist Mittwoch, oder? Morgen kommt das Garados-Video auf YouTube. Morgen ist Mittwoch. Und Donnerstag kommt das Making-of dazu auf Patreon. Du kannst ja den Namen auch jederzeit rückgängig machen. Moment. Seit wann kann ich den Namen jederzeit rückgängig machen? Da wäre ich mir nicht so sicher. Was meinst du damit, dass ich den Namen von einem, den Spitznamen von einem Pokémon jederzeit rückgängig machen kann? Wow. Erkläre dich. Das, soweit ich weiß, stimmt das nicht. Das ist heute so in Gen 9, wir sind aber in Gen 6. Ich bin mir sehr sicher, dass man hier Spitznamen nicht ändern kann. Vor allem nicht, wenn sie von einem anderen Trainer kommen. Dem Account, mit dem es gefangen wurde. Die habe ich aber wie? Du willst, dass ich jetzt... Nein, einfach nein.
Tentacher ist blöd. Die eigene konnte man doch immer nennen. Ja, aber das wird nicht mein eigenes sein, sobald ich es übertrage. Du willst, dass ich ein Pokémon umbenenne, um es dann direkt wieder normal zu nennen. Nein, ich hasse Spitznamen. Können wir was anderes reden? Mich regt dieser Stream heute schon wieder auf. Das ist nicht dein Pokémon, das ist ein Amarino. Keine emotionale Bindung zu Pokémon, das sind Werkzeuge. Bitte, haltet euch daran. Du kannst die Namen von deinen Pokémon jederzeit ändern, das stimmt. Aber ich habe geredet von, wenn du das getauscht hast, kannst du es nur einmal ändern. Außer es hat schon einen Spitznamen, dann kannst du es nie ändern. Da alles, was ich hier fange, wird ja übertragen. Und somit ist dann, wenn ich das hier umbenenne, werde ich es nicht umbenennen können in Gen 9. Warum hast du so viele Tentachas? Oh, Klammerung haben wir noch nicht gesehen. Alle blöd sind, weil die nicht so leicht mit Aquawelle bekämpfbar sind. Aber ich könnte meine Unlicht-TM, die ich gefunden habe. Ist Amphizell schon Unlicht? Muchas. Noch 30 Minuten Streiterei mit Twitch, kann ich jetzt auch endlich Teil der Schwarmintelligenz sein. Robinson Crusoe. Warum hast du mit Twitch gestritten? Was ist geschehen? Und welche Intelligenz, genau? Bügelhügel, dankeschön. Für 5 Monate. Danke. Meine Handynummer war noch mit einem alten Account verknüpft. Okay, mit Streiten stelle ich mir vor, dass du an einem... Okay, vielleicht hast du das auch. Am Telefon hängst und die anschreist. Mr. Twitch, so sehen Sie es doch endlich ein. Ich habe ein neues Handy. Wie viel Beweise soll ich Ihnen noch bringen als meine Geburtsurkunde, dass ich der bin? Der Robbensohn. So bitte, Mr. Twitch. Dan Clancy, persönlich. Xynon, danke für 13 Monate. Prime, mein Amphizell stirbt. Es stirbt so hart. Der 50-50 Dan. Nein, Dan ist cool. Dan hat viele coole Sachen inzwischen gemacht. Purzeln die XP, nice. Bikini lieber, was hat sie mit Bikini? Was? Oh, verdammt. Sollen wir weiter? Sollen wir risken? Hier rein, um ein Schild zu lesen?
Das muss ich jetzt, wenn das sich nicht lohnt. Gewusst wie. Du kennst also die Attackenzertrümmerer, damit lassen sich Felden zerstören. Trollfreak. Oh, okay, das war gut, dass ich nicht zurück bin. Ich wäre fast zurückgegangen. Hallo Azrael. Azrael, ich will dir natürlich irgendwann das Schwarz-Weiß 2 zurückschicken, aber ich brauche das noch für Kyurem. Vermisst du es schon? Hallo Brian. Vermisst du schon dein Schwarz-Weiß 2? Fahrrad! Ich dachte, es gibt nur Rollerblades. Gibt's hier auch Fahrräder? Du kriegst ein Fahrrad geschenkt. Wenn du der 10.000 Sekunde gewesen wärst. Gelb oder grün? Das ist egal, ne? Grün. Quatsch, alles gut. Es braucht so lange, wie es braucht. Das denkt sich der eine Sechsjährige aus meiner Kindheit auch, der immer noch mein Diddy Kong Racing hat. Also er sollte inzwischen nicht mehr 6 sein. Wir waren beide nicht 6, wir waren 10 oder so. Die Sau. Aber ich weiß, jeden Tag wälzt er sich im Bett herum und denkt sich nur, ah, wie finde ich nur jemals diesen netten Typen, der mir damals mit 10 sein Diddy Kong Racing geliehen hat. Ich muss ihn irgendwann finden. Irgendwann, ich glaube an das Gute im Menschen. Irgendwann wird er mich finden. Wird es mir zurückgeben. Was machst du denn her? Junge, du hast Candy im Haar. Oh, Stärke. Genau, teilt alle meine Videos, sodass er es irgendwann sieht und sich denkt, da ist er. Der unglaublich nette Kerl, der mir sein Diddy Kong Racing geliehen hat. Vielleicht hat er es noch nicht durchgespielt. Du hast in der Stadt die Arena nicht gefunden. Spoiler, ich dachte, hier gibt's keine. Die Arena. Ich habe das Gefühl, ich habe Arenen übersprungen, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das ist die Arena. Da, wo das Arena-Symbol davor ist, oder? Ach, das ist dieser Kraxler-Arena. Deswegen hat er dieses Zeug im Haar. Oh, ich erinnere mich. Oh, die war nervig. Die war, glaube ich, nervig. Aber wir kriegen das hin. Und zwar Shortcut. Du glaubst, er hat schon verkauft? Niemals. Vielleicht habe ich ja das Diddy Kong Racing, das ich inzwischen nachgekauft habe, ihm abgekauft, ohne es zu wissen. Und der Kreis hat sich... Er hat es mir geklaut und er hat dafür Geld gekriegt und ich hab's wieder. Bestimmt war das so. Wenn nicht, dann wird er mich bald anrufen. Ich war gestern sackenviele Lokus kaufen. Jetzt habe ich eine riesige Box voller Lokus. Relikant. Und Rosa hat ja kein Problem damit, einfach reinzufassen und die Lokus zu nehmen. Und Taya zu verfüttern. Und ich habe normalerweise immer so eine kleine Box gehabt, die dann da so rausgeschüttelt. Dann sind sie ins Terrarium reingesprungen und dann hat Taya sie gejagt. Aber jetzt ist die Box so groß, jetzt kann ich die nicht einfach so da reinschütteln. Dann habe ich zuerst Handschuhe angezogen, weil ich dachte, okay, mit Handschuhen schaffe ich es bestimmt, eine Heuschrecke anzufassen.
Nix da. Ich habe eine kurz angefasst, mir gedacht, die bewegt sich. Aber wisst ihr was? Es ist mir noch nicht mal peinlich. Es ist mir nicht peinlich, Angst vor Insekten zu haben. Ich finde, es ist eine komplett... Nicht Angst. Es ist ein komplett legitimer Ekel, vor Insekten sich zu ekeln. Ich finde, es ist komplett legitim. Ich finde, es muss einem nicht peinlich sein. Auf jeden Fall habe ich dann geschrien wie ein Baby und habe die Handschuhe sofort wieder ausgezogen und bin 3 Zimmer weiter und habe erstmal geweint. Was rauscht hier so? Ach, das Wasser. Danke für nix. Und dann habe ich doch die Schüttelvariante gemacht und es hat geklappt. Ich konnte 5 Lokus ins Terrarium reinschütteln. Und sie war so schnell und hat sie so ge... Einer hat sie, glaube ich, noch nicht gekriegt. Die hat sich im Baum versteckt. Da fühle ich mit dir absolut legitim. Schon, oder? Wir sind stolz auf dich. Da bin ich sowas von bei dir. Alle! Alle sind bei mir. Ihr seid auch alle solche Schisser wie ich bei Insekten. Sehr gut. Ich meine, ich finde Lokus echt... Die sind sehr interessant. Du tust da irgendeinen Salat rein und der ist in 10 Minuten komplett aufgegessen. Die sehen schon faszinierend aus und krass. Aber irgendwie auch eklig mit ihrem Arsch, der so pulsiert die ganze Zeit. Und wenn sie dann auch isst, muss ich immer weggucken, weil es echt... Die Vorstellung ist schon hart, wie sie dann so mit einer Zunge einfach so die schnappt und dann einfach drauf rummatscht. Stell mal vor, du bist so eine Heuschrecke, auf der dann so rumgematscht wird, bist du tot. Oh. Ich muss da immer weggucken. Weniger Schiss als Ekel. Ja, es ist nicht Schiss, aber es ist dieser Ekel und dadurch ist es ja auch Schiss. Weil wenn dich das anspringt, dann ekelst du dich, woraus dann Schiss ist, so Angst. Das ist Spinnenphobie. Ich würde nicht sagen, dass ich eine Spinnenphobie habe, aber wenn eine Spinne größer als mein Fingernagel in einem Raum ist, kann ich diesen Raum nicht betreten, solange sie da ist. Aber ich würde es noch nicht als Phobie bezeichnen. Ich habe kein Problem mit Heuschrecken oder Schaben. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Schabe gesehen. Ich weiß gar nicht, wo Leute Schaben... Achso, ja, für Reptilien, klar, kann man sie auch kaufen. So habe ich sie auch gesehen. Raum abbrennen, so ungefähr, ja. Glaubst du, wir bekommen dieses Jahr noch die Gen 9 Legis in Shiny, so wie ein Schwert und Schild? Irgendwie glaube ich nicht mehr daran. Irgendwie muss dafür ein Film kommen. Irgendwas muss passieren im Pokémon-Universum, was mit Gen 9 zu tun hat. Sei es, die Shinies kommen im Anime. Oder die Pokémon werden im Anime, also die Legis werden im Anime gezeigt, so richtig. Irgendwas muss passieren, dass... Ich würde... Game Freak aber auch zutrauen, dass sie einfach Shiny Locks haben, die nie verteilt werden. Schattenstoß. Schattenstoß. 40. Ja, du hast eine Vogelspinne. Fauchschaben. Dachte ja, Shiny Rayquaza wird verteilt, weil es im Anime kam. Ja, oder? Wäre schon ein Grund gewesen. Ey, wenn ich eine Spinne sehe, dann wird Rosa... herbeigerufen und dann macht sie sie weg. Sagt sie zumindest jedes Mal. Die Galarvögel würden ja über ein Tier verteilt, oder? Ein Turnier, ja. Aber... Allgemein, wann war die letzte Shiny-Verteilung? Vor 3 Jahren? Ne, die letzte Shiny-Verteilung war wahrscheinlich Lucario, oder?
Die ist doch auch schon ein Jahr locker her. Ich habe das Gefühl, die haben einfach damit aufgehört. Wir finden die Galarvögel auch noch. Da kannst du, glaube ich, lange warten, bis die irgendwann wieder verteilt werden, wenn überhaupt. Immer diese Steine mit Robustheit. Wenn ich einen Stein ins Wasser schmeiße, dann ist der da null robust. Also er ist robust, aber er ist weg. Paralysiert. Wann entwickelt sich Psiao? Säusestimme. Oh, oh, oh. Hätte ich mal eine Feenattacke? Sind die Galar-Shinies ein Hooper oder ein Diancie-Wert? Davon hatte ich noch welche. Ja, ich würde schon sagen. Ich hätte aber eher Angst, dass Leute dir einfach Fake-Galar-Shinies geben. Aber ich meine, solange es die richtigen sind, kann es ja auch egal sein. Leute duplizieren ihre einfach und du gibst deinen Hooper und Diancie her. Ich fand die Verteilung von Darkrai so sinnlos. Besser als nix. Hätten auch einen Genesekt verteilen können. Das hat aber keinen Sinn gemacht. Die haben ja ein komplettes Event draus gemacht. Warum sollen sie denn ein Genesekt verteilen? Beschwert euch nicht über gratis Pokémon, die man kriegt. Die Mucke, ey. Bei Mew gab es ein Event gegen Mewtwo. Das ist richtig. Aber Darkrai war auch ein Event. Event ist alles. Wenn Pokémon sagt, hey, wir haben Darkrai für euch, das ist ein Event. Bim, 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 bim. Du schaffst das, Amphizell. Du bist so im Vorteil. Bitte keine Robustheit. Bald. Katapult lernst du? Warum? Aber okay. Einfach Katapult. Fliegende Ziele fallen dabei auf den Boden, wusste ich gar nicht. Ich werde Rauchwolke, glaube ich, einfach nicht einsetzen jemals. Das war zu einfach, mein Kleiner. War das echt die zweite Arena? Das ist ja echt krass, wie das für eine riesen... Was für eine riesen Lücke da ist zwischen Arena 1 und 2. Schön. Wallorden. Level 40. Das klingt fast nach Arena 3. Habe ich 2 übersprungen?
Nö. Das war echt die zweite Arena. Wow. Das Fahrrad benutzen. Ich glaube, es gibt irgendwo wieder so einen Fahrradweg. Und deswegen bekommt man das. Ich glaube, Quajutsu kommt auf Level 36. 36 ist immer eine gute Zahl zum Wetten. Hallo Sushman. Sind Klamotten? Warte mal, man kann seine Klamotten ändern. Will ich das? Kostet es was? Ich will das nicht. Das war die erste Gen, wo man das konnte, ja. Wo man auch auswählen konnte, wie man aussieht. Ich gehe einfach mal hier lang. Auch wieder hier Straßen, aber nirgendwo Autos. Aber vielleicht ist es auch einfach nur eine Fahrradstraße. Komme ich da hoch? Ja. Wo ist da der Fahrradweg? Hier und dann darunter. Okay. Soll ich dieses Fahrrad drin machen? Geht es jetzt? Anscheinend gehen wir jetzt weiter. Klamotten in Illumina sind geil. Kann ich mich da so richtig typisch französisch ankleiden? Ich muss immer noch die DLC-Formen von Entei und Co. fangen in Purpur. Die Dinger heißen Paradox-Pokémon, Mann. Die DLC-Formen. Es sind keine Formen, es sind eigene Pokémon. Nur am Meckern, die Mariko. Da kriegt man coole Level 100 Starter jede Woche geschenkt in einem geilen Raid und man wird nur angemotzt. Ich freue mich so, wenn ihr es bereut. Moment, war das jetzt Stärke? Kann ich jetzt damit Stärke einsetzen? Wer hier will Stärke lernen? Auch Mehikel. Mehikel lernt einfach alles. Sogar Surfer. Nice. Kalk auf die Starter, Mann, alle unnötig und verbrauchen Platz, den man anders nutzen kann. Mit was denn? Du spielst das Spiel doch eh nicht. Den Platz, den man anders nutzen kann. Eine Box geht drauf an coolen Titanen, die einzigartig sind. Eure Definition von besonders ist so komisch. Ihr kriegt besondere Pokémon, aber nein, ihr wollt einfach nur Shinies geschenkt haben. Ich schätze mal, ich muss da hoch. Ja. Da ist jetzt so ein krasser Meisterball dahinter. Hallo Funex. Schön, dass du heute früher da bist. Aber ich muss jetzt gehen. Nein. Funex, dankeschön für deinen allerersten Sub hier. Dankeschön. TM Erdbeben. Oh, Donnerwelle. Tatsächlich geil. Lala, fürs Fangen. Das hat sich gelohnt.
Was haben wir hier drin? Floetz. Ich habe absolut nichts dagegen, wenn ich für das Shiny was machen muss. Wie kannst du dir alle so ziehen? Dazu brauche ich keinen Raid mit Titanzeichen. Maiko, es geht um Zeichen. Wenn dir Zeichen egal sind, ist okay, aber sag nicht, dass die Dinger nicht besonders sind. Die sind besonders. Die gibt es nur dort einmal an einem Wochenende und dann nie wieder. Wenn Titan-Pokémon nicht besonders sind, was dann? Das ist ja deine Sache. Nee, dass es besondere Pokémon sind, ist Fakt. Es ist eure Sache, wenn es euch egal ist. Aber ihr könnt nicht sagen, dass sie langweilig sind, weil die sind faktisch besonders und einzigartig. Ich hab recht. Du meinst Mariko? Genau. Und sie haben perfekte Stats. Ja. Und die versteckte Fähigkeit vielleicht auch? Ketchup-Eis ist besonders. wer? Meine ich das nur, oder sind die Pokémon in XY mehr im Comic-Style gezeichnet mit dickeren Outlines? Das ist allgemein bis Gen... bis innerhalb, also inklusive Gen 7 so gewesen. Pokémon war bis Gen 7 Comic-Style. Bis Gen 8. Und mitten in Gen 8, während BDSP, Legends Arceus, haben sie auf einmal gesagt, hey, wir wollen keinen Comic-Style mehr, wir wollen echte Grafik darstellen. Und dann ist alles im Bach untergegangen. Na ja. Aber wenn du Gen 7 spielst, ist es auch Comic. Also es ist auch eine dicke schwarze Outline. Und es ist so viel besser. Also das Mew-Event, wenn ihr das nicht gemacht habt, das ist echt eine Schande. Weil dieses Mew ist so krass besonders jetzt, was man dadurch hat. In 5 Jahren kann ich hergehen mit diesem Mew und sagen, yo, ich hätte gern 3 Shiny Galar-Vögel. Und du kriegst das eine einzigartige Mew mit Titanabzeichen und Käfer-Terra oder sowas. Und dann... kommst du an jemanden, der nicht mitgemacht hat, so wie ihr, und der ist so, fuck, okay. Hier hast du, weißt du, du willst die Shiny Galar-Vögel, ihr wollt irgendwelche besonderen Shiny Event-Mons, aber ihr seid nicht bereit, irgendwelche anderen seltenen Sachen dafür zu sammeln, um die herzugeben? Warum sollte euch jemand Shiny Galar-Vögel geben, wenn ihr noch nicht mal ein besonderes Mew selber fangen wollt, um das vielleicht... Ich glaube, ich habe 5 von diesen besonderen Mews und irgendwann sind die verdammt viel wert, weil es Leute geben wird, die in Gen 9 nicht mitgemacht haben. Es ist irrelevant, ob ihr das mögt oder nicht, es ist ein seltenes Pokémon. Aber, solange ihr euch nicht beschwert, ist ja alles okay. Aber hey, ihr beschwert euch ja! Das Mewtwo war nicht leicht zu besiegen. Ich meine, mit einer krassen Taktik ging's dann. Aber es war nicht geschenkt. Das war schon cool. Das war schon was Besonderes. Ich wollte das Mewtwo ausnahmsweise machen, habe aber nicht geschafft. Dann hast du mein Video dazu nicht angeschaut. Dann wäre es ganz einfach gewesen. Mit einem bestimmten Mew wäre das gegangen. Was geht hier eigentlich ab? Nur Evoli? Oh, war das ein wildes Evoli? Das hätte ich fangen sollen.
Auch Solo. Ich glaube schon, oder? Ich weiß es nicht mehr. Also es ist Solo auf jeden Fall möglich gewesen, aber ich weiß nicht mehr, ob meine Taktik Solo war. Solo war nur ganz schwer, dann war es nicht Solo. Ich habe mir letztens das Diamant-Remake für die Switch geholt und habe auf einmal ein Jirachi und Mew von NPCs bekommen. Ja, weil du einen Speicherstand von Let's Go und Schwert und Schild auf deinem System hattest. Das ist die Belohnung dafür. Du hast dich mit Blutsauger nicht geheilt, ganz komisch. Du heilst dich halt auch nur so viel, wie du abziehst. Also ich glaube, 30% von dem, was du abziehst. Aber in den Vorgängerteilen sind die Outlines noch nicht so dick, wie die hier sind. Die sind hier vielleicht auch nur so dick, weil du das gerade in Full HD siehst und nicht auf einem kleinen 400 Pixel 3DS-Bildschirm. Mein Spiel ist extrem viel größer, als du es jemals gesehen hast, wahrscheinlich auf deinem DS. Stellt euch vor, es kommen Groudon und Kyogre in die Raids und du musst sie mit Rayquaza besiegen, um das Zeichen zu bekommen. Das wäre auch cool. Das hätten sie durchziehen können. Dieses Zeichen bekommen, um es mit, also wenn du es mit einem besiegst und sowas, das wäre cool gewesen. Aber der Zug ist abgefahren, da kommt nichts mehr. Die ziehen das durch und dann kommt Legends Saar raus und dann ist sowieso Kapu tot. Aero Ass. Nehmen. Gramokles kann Aero Ass. Das ist aber auch seltsam, oder? Oh, man lernt so viele verschiedene Attacken. Zornklinge. Zornklinge ist halt nur geil, wenn man die ganze Zeit damit angreift. Aber es ist halt Käfer. Käfer, es gibt nicht so viele Käferschwächen, oder? Aero Ass ist schon geiler. Vor allem Aero Ass hat immer Prio, oder? Ah ne, nicht ausweichen. Aber ist auch extrem schnell. Amokles kann Aero Ass. Hallo Little Witch. Hier. Chuck Morris. 242 und 242. Was für eine mega Entwicklung versuchst du da zu machen? Ist das Hi-Hi-Tai-Taira? Hi-Hi-Tai-Taira? Hi-Tai-Taira? Aber 242 ist doch Hi-Tera wahrscheinlich. Es muss ja Hi-Tera sein. Hi-Tai oder Vonera und Venera? Ne, Vonera ist Gen 3 oder 4. Ne, doch. Gen 4. Hi-Tai-Taira? Hi-Hi-Tai-Tai-Tai-Rai-Rai-Rai-Rai? I? Ja, es ist irgendwie nicht so cool, ne? Ich weiß nicht, was du dir erhofft hast. Aber ich habe auch was Cooleres erhofft von zwei Hi-Teras. Reiter Hai. Genau. Tja, Roger wird erledigt. Hololock. Let's go, let's go, let's go. So, Evoli. Wir brauchen ein Evoli, das wir zu einem Felinara machen. Hoffentlich ist Evoli nicht so selten. Okay. Das sind so Situationen, wo ich gerne Surfer hätte. Ich will einfach einen Surfer jetzt da reinmachen und alle Steine verschwinden. Und alle haben wahrscheinlich Robustheit, oder? Nein. Hallo Eve.
Ich habe keinen Bock, die alle zu besiegen. Das dauert zu lang. Flucht unmöglich? Warum? Als ob Nas ganz schnell ist. Haben wir eine Attacke gemacht? Evoli ist 5% in dem Gras, aber bei gelbem Blumengras ist es häufiger. 5% ist doch geschenkt. 5% können wir machen. Gelb. Ich kann auch zu gelb gehen. Es ist ein bisschen unlogisch hier gerade, was wir sehen. Die Nasgnet schauen alle in unterschiedliche Richtungen. Das macht keinen Sinn. Nasgnet schauen immer nach Norden. Die Lore. Nicht korrekt dargestellt. Was ist da los? Hat der dann Robustheit, okay. Die vorderen beiden haben Robustheit. Die Entwicklung von Nasgnet ist dein Lieblings-Pokémon? Von meinem Pokémon, Gott sei Dank, Dankeschön. Ich hatte schon Angst, das rassistischste Pokémon von allen, neben Rosana vielleicht, ist einfach dein Lieblings-Pokémon. Dann hätten wir jetzt kurz reden müssen. Aber ja, Quajutsu ist ein sehr cooles. Sushman, du hast leider nicht die Bedingungen gelesen von dem Spiel. Du kriegst die Punkte wieder zurück. Lies nochmal durch, was da steht, wenn du die Kanalbelohnung machen willst. Aber so geht das nicht. Voluminas ist rassistisch. Hast du es mal angeschaut? Snowball, ich flüchte mal. Snowball, warum nicht? Ich will nur ein Evoli. Wo ist denn überhaupt gelbes Gras hier? Und das da. Ist doch ein Punkt, was ist der Fehler? Dass 446 bestimmt nicht Gen 2 ist. Oder? Ich glaube, Gen 2 hört bei 251 auf. Oder 250. 251. Appens, sie meint Quajutsu. Was ist denn jetzt los? Warum versteht ihr euch nicht mehr gegenseitig? Ich dachte, ich verstehe euch nur nicht. Aber ihr versteht euch gegenseitig auch nicht. Letzter Satz. Echt? Da muss man scrollen? Das ist doof. Aber dafür kriegst du das hier. Was ist das? Hier ist kein gelbes Gras. Das hier? Okay. Happens, was meinst du mit Volumen? Schau. Nichts, vergesst es. Ihr seid einfach alle nur gerade doof. Hört auf. Ihr versteht die Welt nicht. Happens denkt, dein Lieblings-Pokémon ist Voluminas. Und er hat ja gesagt, wie man Voluminas schreibt, indem man Volumen schreibt. Volumen, Voluminas. Er hat nicht realisiert, dass sein Lieblings-Pokémon aber nicht Voluminas ist, sondern Quajutsu.
Du kannst Quajutsu nicht schreiben, weil es ein schwerer Name ist. Okay, Quajutsu, Greninja, Quajutsu. Quajutsu ist kein leicht zu schreibender Pokémon-Name, das stimmt. Ach so, ja. Ohne dieses merkwürdige Kopf-Emote sind alle überfordert. Ich weiß nicht mehr, was ernst ist und was Spaß ist. Soll ich jetzt hier drin bleiben fürs Evoli? Ich bleib hier drin. Ey, ist das egal? Nee, ich brauche ein Männchen. Ey. Moment mal, ist. Nee, Weibchen ist seltener. Überlebst du einen Ruckzuck-Heb? Ich glaube, ich kill das, oder? Egal, wir probieren's. Ich brauche Trugsch. Okay, okay, easy. Ein Schniduli. Ego-Perspektive beim Werfen. Ist auch neu. Und jetzt braucht das. Das muss ich dann die ganze Zeit liebkosen und streicheln und petten. Ne? Damit das zu einem. Aber zuerst, glaube ich, gehe ich erst sicher, dass es eine Feenattacke lernt. Alter! Hat's gerade sagen wollen, Clip. Er wollte sagen, er braucht Trugschlag. Ich glaube, ich höre es auch heute für Stream. Ich kann kein Deutsch. Ich glaube, ich heute. Warum kann ich nicht reden? Ich glaube, ich heute. Ich glaube, ich höre für heute auf für Stream. Ihr seid alle seltsam. Schaut mal gut in den Spiegel. Ich schaue auch in den Spiegel. Und wir schauen alle mal in den Spiegel und fragen uns, warum sind wir so komisch, wenn wir bei Leo im Stream sind? Wahrscheinlich, weil er uns die ganze Zeit gaslightet. Das stimmt, das tue ich. Zu lange in der Sonne gewesen. Eure Dachwohnungen sind alle komplett auf 50 Grad erhitzt. Ihr kocht. Bleibt drin. Feli, Feli. Wo ist es? Wo ist es? Da. Das wird ein Felinar. Das müssen wir direkt ins Team tun. Was tun wir raus? Leufeo. Wie weit war die Stadt weg? Ich will es direkt ins Team. Keine Zeit verschwenden. Das Amarino ist schon süß. Gell? Ist meins. Hab ich mir ganz allein ausgesucht. War nicht die Idee von jemand anderem. Deswegen heißt es auch nur Amarino. Wie weit bist du schon? Da, wo ich gerade bin. Frag mich nicht, wo ich bin. Aber hast du gerade? Verdammt. Warum fragst du mich, wo ich bin? Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich bin da. Wo ich gerade bin. Du siehst, wo ich gerade bin. Du weißt mehr als ich. Wie, Leufeo. Radqua, du bist ein
heißt es? Skelokrok? Skelokrok? Nee, doch. Skelokrok. Skalokrok? Skelo. Einmal deine Pokémon. Halt du dich mal. Bin ich den falschen Weg gegangen. Kann man eigentlich 1 Milliarde Twitch-Kanalpunkte haben? Ja. Warum sollte das nicht gehen? Also auch 1 Million Euro haben. Streng dich halt mal ein bisschen an. Im Leben. Ist doch nicht so schwer. Geht's jetzt zum dritten Deoxys? Dankeschön. Es kam gestern, ich habe nach dem Essen habe ich mich hingesetzt, Gamecubes angeschmissen und dann einen Film angemacht. Schneelandschaft Society oder wie der heißt. Ich habe ihn nicht fertig geguckt, denn es kam auf einmal ein Deoxys. Ich komme zurück ans Handy und Leo pöbelt Leute an. Ich pöbel nur zurück, wie es in den Wald schreit. Jeder Streamer züchtet sich seine Zuschauer selber sehr. Verdammt. Du hast ein drittes Deoxys gefunden? Freut mich für dich. Dankeschön. Wie lange dauert das denn? 1 Milliarde Twitch-Kanalpunkte, ungefähr 30 Jahre, wenn du 24 Stunden jeden Tag zuguckst mit Tier 3. Der Clip zu dem Deoxys ist geil. Ich habe mich tatsächlich doch sehr gefreut. Es kommt immer dann, weißt du, manchmal denkt man sich ja so, okay, jetzt habe ich irgendwie kurz mir in die Nase gefasst. Bestimmt kommt's jetzt und dann kommt's nicht. Oder irgendwie denkt man so, man guckt sich's hin und dann man denkt sich so, oh, wäre geil, wenn's jetzt kommt. Aber es kommt immer dann, wenn man gerade nicht dran denkt. Ich habe einfach den Film geguckt, habe rüber geguckt. Man sieht so, wie meine Augen die 4 scannen, beim 4. so, ah! Macht doch gar keinen Sinn. Das Leben macht keinen Sinn. Lucy, du bist ein Laukaps. Danke, Ferret. Aber es fehlt jetzt immer noch ein Deoxys. Vielleicht mache ich heute Abend direkt weiter. Es muss jetzt schneller kommen. Es muss. Die Odds sagen, es kommt jetzt unter 3000. Aber es wird ein seltsames Gefühl sein, wieder auf Null zu stellen, oder? Gibt es einen Clip? Wie im Titel steht, Ausrufezeichen Twitter. Ausrufezeichen Twitter, da kannst du draufklicken und da ist es ganz oben. Wie viel brauchst du? 4 oder 5? Es gibt 4 Deoxys. Ich habe gestern sogar das Deoxys dann übertragen auf Kolosseum und einmal ein Shiny Deoxys in Kolosseum quasi gezeigt. Damit man das auch mal sieht. Und dann habe ich es in Gen 5 rein und in Gen 5 habe ich es auch mal ausgepackt und damit gekämpft. Und dann habe ich es auf Form übertragen. Aber ich habe noch nicht die Form geändert. Ich weiß noch nicht, zu welcher Form ich es mache. Also, ich fange jetzt noch das letzte und dann gucke ich mal, welches in welche Form kommt. Aber dass es so schnell im Hyperball drin geblieben ist, hat mich echt baff gemacht. Weil es ist tatsächlich Hyperball und Schlafen ist 1,6%. Aber 1,6% heißt trotzdem nicht, dass es im 5. Ball drin bleibt. Es waren 5 Hyperbälle. Hyperball passt aber halt so perfekt zu dem Aussehen. Aber vielleicht versuche ich beim nächsten Luxusbälle. Aber ich glaube, ich habe nur 2 Luxusbälle. Ja, ich glaube, man kann keine... Kann man Luxusbälle in Gen 3 kaufen? Ich weiß nicht, ob ich Luxusbälle habe. Bei Luxusball, dann habe ich einen Meisterball, einen Hyperball und einen Luxusball. Mal gucken. Aber ja, das. Ich hoffe, das letzte kommt noch im deutschen Spiel. Aber
Ich meine, ich könnte es ja herausfordern, indem ich einfach nur noch mit dem deutschen Spiel spiele. Ryoken-kun! Sanaconda. Wie heißt es? Sanaconda, oder? Pictolator, hallo! Hallo, Anamanigma. Animanigma. Picto-Überfall, Pictolator, hallo, hallo, hallo. Herzlichen Willkommen. Wie geht es? Ich hoffe, es geht euch gut. Erzähl mir, was ihr gemacht habt. Ich mag bisher Team Flair, weil sie nicht viel labern. Die sagen einfach, yo, ich fuck dich ab und dann beginnt der Kampf. Kein komisches, oh, wir müssen unserem Held folgen, oh, wir müssen Giovanni helfen. Nein, einfach nur, ey Junge, was machst du hier? Ich fuck dich ab. Einfach, simpel, auf den Punkt gebracht. Passt schon. Bist gerade an der Platin Hollow Knight dran. Schwierig. Schwierig. Und danach übst du den Speedrun. Und danach übst du den No-Hit-Run. Komm schon. No-Hit-Run in Hollow Knight? Die sehen sehr interessant aus. Nope. Ach komm. Aber sieh es so, wenn du den No-Hit-Run kannst von Hollow Knight, dann hast du wahrscheinlich auch die Platin. Brian, du bist ein Kobalium. Ach, Hollow Knight ist schon Elden Ring geplant? Das DLC soll ja sehr gut sein. Die Leute feiern es ja ohne Ende. Habt ihr kein Item mehr rum? Ihr spielt Elden Ring? Ja, ist ja auch ein gutes Spiel. Besser als Pokémon X. Nee, Pokémon X ist legendär. Wie viele Leute jetzt schon gesagt haben, du spielst mein absolutes Lieblings-Pokémon? 3 Leute haben das gesagt. Das DLC habe ich nicht, ich will das Base Game auf Platin machen und dann das DLC. Mehikel? Komm schon, Amphizell, wir haben es gleich. Oder ist es vielleicht 35? Ich glaube 36. Danke für den Raid. Wir spielen Pokémon X. Das ist quasi der 6. Teil auf meiner Reise zum perfekten Pokédex. Im Moment spielen wir einfach das Spiel durch. Das heißt kämpfen, 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 kämpfen. Heilung ist keine Feenattacke, oder? Nope. Ah, ich kann schon Kulleraugen. Gott, Evoli kann schon eine Feenattacke. Ja, komm, dann wird jetzt richtig ordentlich gepettet hier. Pass auf. Es wird so aggressive jetzt gleich. Passt auf, ihr müsst die Augen zumachen. Vielleicht wird es ein bisschen zu viel. Wie kann ich Feuerrot, Blattgrün beim Starter RNG manipulieren, wenn ich meine SID nicht kenne? Gar nicht. Du musst deine SID kennen. Achso, Moment. Feuerrot und Blattgrün? Ich habe allgemein. Ich habe keine Ahnung von RNG manipulieren. Ich habe das eine Video gemacht, mehr weiß ich nicht. Wie ich im Video gesagt habe, willst du mehr Informationen, dann schau dir die Videos von I Am Blissey und Papa Cheffe an. Ich weiß nicht, ob du in Feuerrot und Blattgrün die SID brauchst. Das war nur in Smaragd so. Eve, dankeschön für 10 Bits. Eve, dankeschön für 85 Bits. Dankeschön. Also Samu, ich kann dir da nicht helfen. Guck dir die an, die ich verlinkt habe unter meinem RNG-Video. Die haben safe ein Video gemacht, wie man die Starter in Fire Red und Leaf Green RNG manipuliert. Aber ich schätze, du brauchst die SID. X und Y sind echt auf Platz 2 bei dir? Warte, ich wollte ich
wollte Petting betreiben. Wieso? Nee, wie? Achso, warte. Touchscreen, ne? Nee. Wo ändere ich dich? Will ich ändern, wechseln. Nee. Jetzt pass auf. Kommt das jetzt auf dem großen Bildschirm wenigstens? Nein. Okay. War zu früh, ich war noch nicht bei 0 Evoli. Mein Gott, das Geräusch wird höher. Warum wird das Geräusch höher? Darf ich dir einen Tipp geben? Wenn du jetzt sagst... Alles gut, alles gut. Die Shader werden geladen. Alles gut. Oh, willst du? Nein, nein, nein. Willst du was? Fick dich. Okay, hier. Nein. Also mein Internet? Nein, das waren die Shader, die geladen werden mussten. Was ist der Tipp? Vier Herzen. Fertig. Jetzt? Beerenernte. Kopfball. Puzzleplatten. Beerenernte. Oh Gott. Pflücke Beeren für dein Pokémon-Team. Okay. Verstanden. Also gut. Aber Amarino kriegt nichts. Sie soll nichts kriegen. Versuche in den Puzzle-Spielen das höchste Level zu erreichen, die sind am einfachsten zu spielen. Und das lohnt sich nur für ein Evoli? Ich will doch einfach nur ein Evoli. Ich will hier nicht Highscore haben. Ich muss doch einfach nur ein Evoli machen. Friendship-Entwicklungen. Ja, das ist mir egal. Ich will das nur für Schambolzen. Weiter. Das reicht schon. Es liebt mich jetzt, glaube ich. Du hast viel mit Evoli gespielt. Eisenkissen erhalten. Okay. Klingt nach einem sehr ungemütlichen Kissen. So, wo ist nicht gerade hier irgendein Flair hingerannt? Nein.
Oha. Ah, danke, Mariko. Ich weiß nur nicht, ob sich das lohnt für ein Pokémon. Ich werde das Ding einfach die ganze Zeit füttern und streicheln und dann soll es mal zufrieden sein. Mit wem redet er? Redet er mit mir? Warum verrät er mir all seine Geheimnisse? Sie keine Arena. Keine Arena. Ja, cool, wenn es hier eine Entwicklung gäbe in der Mitte irgendwie. So wie. Ey, ich komme gar nicht raus. So wie, wie heißt es? Echt na toll. Och na toll. Altertümliche Steine. Vielleicht mag ich dich, solltest du nicht. Kann ich jetzt da nach rechts? Es ist schade, dass Ersatz vielleicht nicht verteilt wurde. Da verstehe ich nicht, warum sich die Leute das... Warum sollte das hätte verteilt worden sein? Die Lucarios sehen irgendwie ein bisschen zu klein aus. Habt ihr übrigens das Life-Size Lucario-Plüsch gesehen für $500? Das ist auch ungefähr so groß. Ich dachte mal, Lucario ist größer. Aber anscheinend geht Lucario einem bis zur Hüfte. Wie viel? 500 Euro. Aber das ist sehr logisch. Mal schauen, ob ich die Bilder finde, weil die Bilder sind unfassbar lustig. Life-Size Lucario. Ah ja, hier. Pass auf. Warum kann ich nicht... Ah doch. Ja genau. Pass auf. Aber seid bereit. Es ist nicht einfach nur ein Plüsch. Okay. Es ist nicht einfach nur ein Life-Size-Plüsch, was einfach 47 ein Viertel Inches ist, was auch immer das für eine dumme Einheit ist. Es ist nicht nur ein Plüsch, das du hinstellen kannst. Du kannst es richtig hinstellen, sein Schwanz gilt dazu. Es hilft dir sogar beim Abwasch. Vergesst das nicht. Es hilft euch beim Abwasch. Also, falls ihr eine Frau zu Hause habt und ihr regelmäßig unterwegs seid auf Montur oder sowas, dann schenkt eurer Frau das Life-Size Lucario, denn eindeutig wird sie der neue, naja, sie braucht einen neuen Lebenspartner und Lucario wird diese Lücke füllen. Lucario wird mit eurer Frau dann auch danach ernste Gespräche beim Abendessen führen, ohne Probleme. Also ihr könnt einfach losgehen, euer zweites Leben führen. Lucario ist für eure Frau da. Eure Frau kann sogar selber einkaufen gehen und Lucario wird zu Hause bleiben und sich um das Haar und den Haushalt kümmern. Leute, ihr kauft nicht einfach nur einen Plüsch. Ihr kauft einen Lebenspartner. Lucario wird euch bei euren Problemen zuhören. Ist geil, wie das Gesicht immer komplett verdeckt ist. Es wird euch sogar trösten, falls ihr mal einen schlechten Nachmittag habt, Leute. Lucario. Wichtig. 500 Euro oder was? $419 sind nichts im Vergleich, was ihr dafür bekommt als Gegenleistung. Aber schon zu spät, out of stock. Genug einsame Hausfrauen haben sich Lucario bereits besorgt und wahrscheinlich 80% davon waren Furries, die einen zwei Ohren brauchten zum Zuhören. Ist es nicht geil?
Das ist das beste Bild. Es hört dir einfach zu. Es hört dir einfach zu. Ich finde es gar nicht mal so, also es ist schon krass, es ist schon riesig. Aber ich finde es gar nicht mal so gut gemacht, oder? Wobei, es ist schon gut gemacht. Aber ich habe mir Lucarium einiges größer vorgestellt eben. Aber das ist anscheinend die Originalgröße von Lucario. Deswegen, wie die das hier gerade hatten, war glaube ich richtig. Lucario, stirb. Hör auf, meine Frau auszuspannen. Dir meine Frau auszuspannen? Hör auf, mir meine Frau auszuspannen. Ich find's echt teuer für 120 cm. Nee. Also, natürlich ist es teuer, aber es ist nicht teurer als jedes andere Plüsch, was du kaufst, vor allem in der Größe. Habt ihr das von Chrism gesehen? Chrism hat sich ein Plüsch machen lassen von Onyx. Originalgröße. Der hat dafür 3000 Euro gezahlt. Aber das war auch Custom für ihn gemacht und kein Massenprodukt natürlich. Plüsch ist verdammt, es ist verdammt schwierig, die Zeit, die da reingeht und sowas. Ich meine, klar, die werden wahrscheinlich an einem Fließband gemacht. Wobei, ich glaube, da muss auch einiges an Handarbeit reingehen bei den Dingern. Vor allem so schnell, wie die ausverkauft sind. 3000k, er hat ein Video drüber gemacht. Chrism. Deutscher Pokémon-Streamer, also der Englisch spricht. Lucario, wer hätte es gedacht? Du musst halt hochrechnen, wenn so ein Plüsch von einem Mamfaxo da hinten 30 Euro kostet und das Ding ist so groß, jetzt machst du das 10-mal größer, sind wir bei 300 Euro. Dann ist es immer noch nicht Life-Size, wobei bei Mamfaxo ist nicht so riesig. Aber Life-Size Relaxo. Was waren es? Du kannst ja auch so diese riesigen Fleckmons und diese riesigen Vylords kaufen, auf denen du liegen kannst. Die kosten alle, glaube ich, über 500. Weit über 500. Warum hast du denn jetzt... Achso, Psychoschock. Will ich. Oder wie geil ist das? 80. Nehme ich. Hallo Carmine. Ich hätte extrem gerne so ein mega Relaxo-Kissen, aber es ist einfach zu teuer. Ja. Oder so ein riesen Lapras, genau. Life-Size Seemobs gab's auch. Ja. Ich hätte gerne Life-Size Lucario. Life-Size Bisasam für 70 Euro. Ja, Bisasam ist halt auch nicht so riesig. Ich würde das Lucario auch jederzeit nehmen, einfach in den Hintergrund stellen und da stehen lassen und halt dem meine Probleme erzählen anscheinend. Aber für 419 Dollar, da soll hier mal Pokémon soll schicken. Ich sorge dafür, dass das alle meine Zuschauer sich kaufen. Oder ihr würdet es alle kaufen, wenn ich's hab. Und da ist unser männliches Psiaugon, weibliches Psiaugon, okay. Little Heroic Owl. Hallo. Hallo, ihr Eulen. Hallo. Ich hab dich vorhin was spielen sehen und ich war geschockt. Aber er muss wie immer sofort los. Aber das ist vollkommen okay. Bye, Owl. Er hat Final Fantasy VII Remake gespielt und ich war geschockt. Ich hoffe, er hat es schon damals gespielt. Aber ich war geschockt, dass er es erst jetzt spielt. Aber Rebirth spielt er hoffentlich danach. Und ich hoffe, das wird ihm sehr gefallen, denn Rebirth ist ein Meisterwerk. Damals hast du schon gespielt? Okay, gut, okay, gut, okay, gut. Geschockt war ich. Aber bin ein alter Mann und habe alles vergessen und muss es vor Rebirth replayen. Dann sage ich dir lieber nicht, dass bevor du Rebirth anfängst, kommt ein kompletter Rückblick, der einem alles sehr gut erklärt. Aber... Man muss es ja auch nochmal spielen. Es ist ja ein gutes Spiel, das Remake, aber Rebirth ist so viel besser. Werd bloß nicht so alt wie ich. Ich glaube, ich bin älter als du. Um einiges. Aber ich hatte auch alles vergessen. Ist ja egal. Bei Rebirth schwärmen alle von. Es ist wirklich gut, bis auf zu viele Minigames, aber das ist lustig. Viel Spaß mit dem Besuch. Dankeschön für den Raid.
Und hallo Poltergeist. Hallo Turtle. Wir spielen Pokémon X. Denn ich will einen perfekten Pokédex, weswegen ich nochmal alle Spiele durchspiele und alle Pokémon dort im Pokéball fange. Für den perfekten. Nicht zu widersprechendem Pokédex. Ich bin 35. Und du siehst definitiv nicht älter als 35 aus. Warum schlecke ich diese Zelle nicht? Um einiges, sagt er. Um einiges. Ich nehme das mal als Kompliment. Also bist du 34. Symbolara. Mit der können wir doch Katapult machen. Sieht man das dann, wie es auf dem Boden klebt oder so? Nee, ne? Es steht einfach nur da. Ah doch, die Animation sagt es zumindest, dass es dann auf dem Boden liegt. In genau einem Monat bin ich 35. Tatsächlich, da hast du dich aber um einiges besser gehalten. Um einiges gut gehalten. Du hast dich sehr gut gehalten. Das sind all die Retro-Spiele, die dich in Nostalgie schwelgen lassen. Und dadurch denkt dein Körper, er ist noch in den 90ern. Macht der Bart, rasier den ab. Wenn ich meinen Bart abmache, dann habe ich ein cool rundes Gesicht ohne Haare. Das geht nicht. Ja, du legst deinen Körper rein. Ich probiere das hier auch mit diesem 2000... Wann kam es raus? 2012? Dampfwalze. Nehme ich. Oder auch nicht. Doch. Bye, Owl. Vielen Dank für den Raid. Es ist soweit, das schwer zu schreibende Pokémon Quajutsu. Und es war 36. Es ist immer 36. Ja, pass auf, der Beat. Dauert so lang. Ich glaube, es ist die längste Animation von allen, oder? Keine Entwicklungsanimation dauert so lang wie die. Actually, ihr wusstet bestimmt noch nicht, dass der Schal seine Zunge ist. Schlecker, lecker. Deswegen macht die Attacke Lick jetzt auch richtig Sinn. Wasser Shuriken. Zwei bis fünf Mal, aber nur Stärke 15. Aquavelle macht 60, das heißt, ich muss immer mindestens viermal treffen, dass es sich lohnt. Aber es ist seine Attacke, aber wie kacke ist die denn? Die macht ja sonst gar nichts. Ich will das nicht lernen. Ich bin auch die jüngste 34-Jährige, die ich kenne. Was? Quajutsu. Bei Metallschleim. Ich lerne das nicht. Was ist das für eine Kackattacke? Für Surfer. Was ist physisch? Was ist Quajutsu eigentlich? Nein, ich lerne das nicht. Ich weigere mich. Wahrscheinlich wäre es besser wegen den IVs. Wie lange machst du heute, bis ich aufhöre? Was bei dieser Frage immer dichter kommt. Diese Frage sorgt dafür, dass die Zeit kürzer wird. Was bist du eigentlich? Wo? Achso. Spezialangriff. Ja, deswegen.
Hä, aber Wasser-Shuriken, ist das ein, ja, das ist das Spezial. Schlecker ist eine Kontakt, ja, okay. Deswegen sind ja alle kacke, die Attacken. Aber Surfer ist bestimmt auch spezial. Und dann brauche ich noch eine Unlicht-Spezialattacke. Oh, tut mir leid. Nein, ich verarsch dich bloß. Alles gut. Wasser-Shuriken war nicht spezial, war nur Angriff. Schon, oder? Oh, ein Karate-Adonis. Stimmt, das hatten wir doch mal gehört und haben uns ewig gefragt, was ist das für ein Ruf? Grrr. Dann haben wir gedacht, was ist Dusselgur? Was sind das? Ist das irgendwie ein Vogel-Pokémon? Und dann war es Karadonis. Grrr. Vielleicht, wenn es stirbt, wird es den Sound nochmal machen. Ach, wie dumm. Warum sollte ein Karadonis wie ein Dusselgur klingen? Warum sollte man Wasser-Shuriken lernen? Ich bin noch nicht überzeugt von diesem Kojutsu, ob das eine gute Wahl war. Ich hätte doch Phoenixes nehmen sollen. Ja, wir lernen jetzt Surfer und dann lernen wir noch. Wie heißt die geile? Verhöhner? Nee. Doch, Verhöhner? Ich habe doch Verhöhner auf Flambirex gespielt. Warum sind hier so viele Kristalle? Oder ist es Licht, was aus dem Boden kommt? Ey, Blattern. Yantara, deswegen, Freunde, schau unbedingt vorbei. Ja, ich geh doch schon. Ist das Licht, was aus dem Boden kommt, oder sind das Kristalle? Ich glaube, es sind Kristalle. Ein D-Denne, bist du männlich? Dann gehörst du mir. Schniedeldenne, du bist weiblich, du musst sterben. Ich habe keinen Platz in meiner Box für ein Weibchen. Das war traurig, der Denne. Der Denne, du solltest mehr aushalten. Antikraft, yes. Gib mir Antikraft. Eissturm, Weißnebel, Aurorastrahl. Dieses Weißnebel, sowas benutze ich doch nie. Verhindert Statussenkung für 5 Runden. Das benutze ich doch nie. Ich habe gestern übrigens diese Taktik angewendet, die einer von euch gesagt hat. Ich habe den Namen aufgeschrieben und ich werde den Namen im Video auch sagen. Weil ich Idiot selber nicht drauf gekommen bin. Ich habe das mit Fabigel ausprobiert. Ich habe Phantoros, Polaros, schwarzes Kyurem und weißes Kyurem aufgelevelt, die Attacken beigebracht und mit meinem Fabigel quasi Nachahmer gemacht. Und dann hat mein Fabigel einfach diese krassen Eishauch, Eislanze, diese ganzen krassen Attacken von diesen Fusions-Pokémon gelernt. Ich kann das immer noch nicht machen. Und dann konnte ich das Fabigel einfach in Home registrieren und jetzt habe ich die Attacken registriert, obwohl die Attacken nur Pokémon können, die fusioniert sind. Also es hat perfekt geklappt gestern. Das war auch richtig einfach. Das einzige Schwere war, den Gegner nicht sofort umzubringen mit den Attacken. Hariyama, auch Eisenhand genannt, in Fachkreisen. In welchem Spiel ist eigentlich das Deoxys gekommen? Wir haben ja mal spekuliert, wo es als nächstes kommen wird. Zuerst kam es in Gen 3. Ich glaube, Daniela meint, auf welchem Bildschirm es kam. Es kam wieder rechts unten. Das heißt, da, wo das erste Mal ich den Deoxys Shiny Fail hatte. Rechts unten. Aber du kannst es dir anschauen. Aufrufezeichen Twitter. Einfach da drauf klicken und das Video anschauen. Da siehst du es. Oh. Wie viel Herzen braucht dieses Evoli, damit es sich entwickelt? Ich sollte es nochmal liebkosen. Aggressiv.
Deko. Bringt Deko was? Nein. Und heißt dieses Symbol, dieses Cupcake-Symbol, ist es das Einzige, was es will? Oder heißt es einfach nur, es will welche? Also ist es immer das gleiche Symbol? Oder muss ich dann genau dieses... Ich glaube, es muss genau dieses sein, um extra viele Herzen zu kriegen. Ich will nicht spielen. Warte, ich will streicheln. Sehe ich irgendwo? Sehe ich irgendwo, ob ich schon weiter bin? Ich kriege jedes Mal Herzen. So lange möchte ich das doch machen, oder? Wenn ich Herzen kriege. Ist doch bestimmt wie in Pokémon Go. Okay, das waren keine Herzen mehr. Sehe ich irgendwo, wie weit du bist? Nein. Das war so ein geiles Feature. Ich hasse es. Es tut mir leid. Ich finde das sinnlos. Ich habe das nie benutzt, als ich das Spiel damals mal gespielt habe. In Oras habe ich es auch nie benutzt. Rosa hat ihre Pokémon ständig gestreichelt. Ich habe immer gesagt, warum machst du das? Ja, damit die mich mögen. Ich will lieb zu denen sein. ist Eissturm auf alle? Klingt so. Oh ja, irgendwie schon. Warte, hä? Ja. Stellst du es auch auf YouTube? Erst wenn ich das letzte Deoxys habe und dann fettes Deoxys-Video mache. Ich werde Jeff Bezos anschreiben, ob ich in seine Rakete darf. Oder Elon Musk zur Not. Und dann schießt er mich hoch ins All und dann nehme ich oben das Video auf, weil Deoxys ist ein Alien. Und dann nehmen wir das Video im All auf. Und dann erzähle ich alles über Deoxys und warum ich 4 Gamecubes habe und. Wenn du das Pokémon wechselst, kannst du die Herzen sehen. Mach ich gleich. Gibt es in dem Game das Item Sanftglocke? Bestimmt, das gibt's immer. Also es gibt schon seit, glaube ich, Gen 2. Habe ich das? Nö. Sanftglocke kannst du dir in Yantara holen. Yantara. Schon 37 jetzt. 2 Arena-Orden und ein komplett entwickeltes Starter. Aber nur wenn die Rakete mit einem Logitech-Controller gesteuert wird. Nur wenn ich steuern darf. Eins. Ich brauche 2 Herzen. Das habe ich doch gleich. Das heißt, es kann immer noch 2 Dinger fressen. Friss. Mein Evoli friss. Jetzt mal no joke. Stell dir mal vor, du bekommst die Möglichkeit, das wirklich mal aufzunehmen. Oh mein Gott, es wäre so crazy. Magst du grün? Ja. Ich glaube, der mag alle. Mich überhaupt trauen würde, in so eine Rakete einzusteigen. Ich habe gehört, Astronaut sein ist sehr einfach. Okay, diese Aufstellung hier sagt nicht, wie viele es sind, nur ob es satt ist oder nicht. Schoko.
Weigerst du dich gerade? Schau, das passiert nur bei schlechter Erziehung. Möchtest du es jetzt wegschmeißen? Das ist jetzt weg. Das ist jetzt weg. Schau, ich habe zu viel gestreichelt. Es ist satt. Achso. Trotzdem. Kopfschütteln ist Disobedience. Das gibt's bei meinem Team nicht. Ich sag, wenn du satt bist. Ja, ich habe zu viel gestreichelt. Ich war zu nett. Oh, der sieht mich im Spiegel. Wow. Wo ist das jetzt? Ich wüsste nicht mal, ob ich in einen Space Shuttle der NASA einsteigen würde. Ich meine, ich habe eben gestern beim Shiny Hunten diesen Film gesehen. Das ist ein spanischer Film über die Gruppe an jungen Leuten, die in den 70ern nach Chile fliegen wollten. Und die sind über die Anden geflogen. So 50 oder so in einem kleinen Flugzeug. Und das Flugzeug hat es nicht über die Anden drüber geschafft und ist halt so gegen die Anden geflogen. Und wenn du das siehst, diese Szene am Anfang, wie das Flugzeug abstürzt, das ist schon saurealistisch gemacht. Achso, und die Story geht übrigens darüber, dass die dann in den Anden verschollen sind und niemand kommt, um sie zu retten, weil keiner weiß, wo sie sind. Und ich glaube, 70 Tage sind die da. Ich habe noch nicht weitergeguckt, die sind gerade abgestürzt und haben die Leichen quasi woanders hingepackt, damit die nicht da zusammenschlafen. Aber das ist anscheinend wirklich passiert. In den 70ern. Und die Szene ist schon krass, wie das Flugzeug abstürzt. Sieht viel zu realistisch aus. Aber ich fliege die ganze Zeit. Ich glaube, ich würde auch in einen Space Shuttle steigen. Der Zirza? Nee. Ich meine, wenn du die Möglichkeit hast, halt in so einen Shuttle, wie Jeff Bezos zum Beispiel gemacht hat, dass der halt da oben fliegt, so am Rand, dass du halt schon Weltall siehst, aber noch nicht wirklich der Gravitation entkommst. Die haben doch dann die Toten gegessen. Spoiler! Ich habe noch nicht weitergeguckt. Haben das überlebt? Ja. Die haben das überlebt. Also ein paar haben das überlebt und ein paar wurden dann auch gerettet. Ey, ich wusste es schon. Das ist bekannt dafür, dass die Kannibalismus betreiben mussten. Deswegen ist der Film so interessant. Also was muss passieren, dass ein Mensch dazu getrieben wird und so. Den Film habe ich damals in der Schule geschaut. Okay, der Film ist ungefähr ein Jahr alt. Entweder du bist vor einem Jahr in der Schule gewesen. Da gibt es bestimmt viele Filme drüber. Ich glaube, der war auch für einen Oscar dieses Jahr nominiert. Hunger. Ich habe auch Hunger und ich esse keine Menschen. Hallo? Ja, da gibt es bestimmt viele Filme dazu. Es ist ja ein berühmtes... Erstmal ist es eine krasse Geschichte und eine berühmte Geschichte und auch ein krasses Beispiel, wie Kannibalismus funktioniert quasi. Den gibt's neu. Und die Abschussszene am Anfang ist einfach krass gut gemacht. Also realistisch. Das sieht so insane aus. Du bist halt im Cockpit, du bist halt drinnen. In Zeitlupe. So, ich weiß den Weg. Everest war auch neu. Ja, der war auch richtig gut. Den habe ich gesehen. Der war auch richtig geil. Warum dauert es so lange, ein 22-prozentiges Ditto mit dem Pokeradar zu finden? Such's an der richtigen Stelle. Die Schneegesellschaft, genau so heißt es auf Deutsch. Society of Snow oder so. Ist aber Spanisch. Entweder ihr könnt Spanisch oder Untertitel lesen. Also, oder es ist, ich weiß nicht, ob es eine Synchro hat. Wahrscheinlich.
Aber ja, so, also wenn du jemals die Möglichkeit hast, an so einem, also in so einem Space Shuttle zu fliegen, wo du quasi am Rand der Erde fliegst, ich glaube, ich würde es sofort machen, weil die Leute, die das gemacht haben, die kannst du, glaube ich, abzählen. Nicht an einer Hand vielleicht, aber ich glaube, es ist sehr überschaubar, die Anzahl der Leute, die das Weltall mal gesehen haben. No habla español. Sí, pero paga la subtitulo. Heißt paga lesen? Ich glaube, paga hieß lesen. Heimzahlung, Heimzahlung? Heimzahlung war, glaube ich, gut, ne? Ja, Doppelkampf. Bei uns in der Schweiz sind auch wieder Bergsteiger erfroren. Die verirren sich. Warum verirren sich die Leute? Da habe ich viel mehr Schiss, dass man irgendwie wandern geht und sich verirrt. Niemals vom Weg weg. Resladero, das muss ich irgendwann noch fangen für... Nee, was? Doch, Trugschlag kann das sein. Überschätzen sich, das schlechte Wetter war vorhergesagt. Ja, oder wie der krasse Film 172 Stunden, habt ihr den gesehen? Passiert. Passiert schnell. Okay, wir haben ein Problem. Worum geht es da? 172 Stunden. Ein Typ geht in der Nähe vom Grand Canyon, glaube ich, halt wo so ganz viele Schluchten sind, springt halt da rum und fällt in eine Schlucht rein. Und ist 172 Stunden in dieser Schlucht gefangen. Und er musste sich den Arm selber abschneiden, um rauszukommen. Weil er ist quasi runtergefallen und ein riesiger Stein ist auf ihn draufgefallen. Es geht darum, wie er 172 Stunden lang versucht, da unten rauszukommen. Spoiler, er schafft es. Und ihm geht's gut. Warum mache ich Aeroas? Ich hätte niemals den Mumm dazu gehabt. Ich denke mir, es kann nicht so schwer sein, den Stein hochzuheben. Nee, keine Ahnung. Keine Ahnung, was ich machen würde. Mit was hat er es denn gemacht? Mit seinem Taschenmesser, gell? Einfach Stein hochheben. Ich weiß nicht. Mit einem Sackmesser. Ich wäre weinend gestorben. Ich weiß nicht, ich glaube, dein Körper wird schon einige... Also wird schon einiges machen. Aus Verzweiflung. Und er hat es ja auch erst nach 170 Stunden gemacht. Warum renne ich hier noch weiter? Ich habe doch keine Chance gegen die alle hier. Wobei, das ist doch drei. Oh. Bye, Daniela. In Extremfällen kann der Körper extrem viel machen und überleben. Das ist schon heftig. Ich frage mich halt, weil... Das Problem ist ja auch, dass er es erst nach 170 Stunden gemacht hat. Aber wie lange wartest du, bis du das letzte Ding auspackst, das letzte Ding probierst? Was probierst du alles? Ich meine, weil es kann ja sein, dass nach 171 Stunden auf einmal, oder nach 172 Stunden auf einmal zufällig jemand kommt.
wie lang quasi... ich habe alles nur Kackattacken, ey. Weil umso eher du es machst, desto kräftiger, desto stärker bist du, um es durchzuziehen. Oder ich denke mir auch... Das ist so ein dummer Gedanke. Aber wenn ich ganz viel Zeit habe, dann stelle ich es mir einfacher vor, den Arm abzumachen, als wenn ich komplett verhungert, verdurstet, mit Migräne ohne Ende und was nicht alles für Schmerzen es sofort machen muss. Mit einem stumpfen Messer, was stumpf ist, weil er damit den Felsen versucht hat wegzuschneiden. Aber das ist natürlich auch ein dummer Gedanke. So, ich denke mir irgendwie... Aber wäre es nicht einfacher gewesen, wenn er noch kräftig gewesen wäre? Wahrscheinlich nicht. Weil im Delirium ist es dann wiederum einfacher, weil du komplett am Ende bist. Keine Ahnung. Wir werden es hoffentlich nie herausfinden. Ich würde in der Schlucht sterben. Wie gesagt, ich hätte es einfach hochgehoben. Aber... Keine Ahnung, dann deswegen, ich will den Film... Keine Ahnung, vielleicht gucke ich den heute fertig. Das wird bestimmt krass so. Die Frage so, okay. Keine Rettung kommt. Jetzt sind schon 10 Tage vergangen. Ich habe leicht Hunger. Wasser, ich dachte mir zuerst so direkt so, okay, Wasserproblem haben sie nicht. Alles ist voller Schnee. Aber vielleicht kommt da noch was. Vielleicht ist das Schnee sogar nicht gut zu trinken. Aber eigentlich, warum nicht? Den Schnee solltest du auf jeden Fall trinken können. Das heißt, Wasser ist kein Problem. Wen isst du dann zuerst? Wie lang geht der Film? Der andere Film, der Schnee Society, ist 2 Stunden 20 Minuten. Schnee kann man trinken. Ja, aber vielleicht ist da ja Chlor drin und dann mögen die das nicht. Schnee hat keine Mineralien. Ja, aber das ist ja, glaube ich, ein Problem für später. Die Mineralien kriegen sie durch andere Sachen. Ich verreck. Ist Granbull eigentlich eine Fee? Ja, natürlich ist es eine Fee. Auf einmal ist es eine Fee. Aber wenn ich mich im Wald verirren würde, würde ich eher stehen bleiben und warten, bis mich jemand findet und halt an dem Ort versuchen, so perfekt ein Camp zu machen, wie nur geht. Oder würde ich, weil dadurch bleibe ich halt fit und verbrauch weniger Kalorien, verbrauch weniger Wasser und so weiter. Ich bin halt einfach da und warte, dass mich jemand findet. Wenn mich jemand vermisst. Wenn mich niemand vermisst, weil ich irgendwie 2 Wochen im Urlaub bin und mich für 2 Wochen niemand erwartet, dann würde ich laufen und irgendwie den Weg finden. Moos, Sonne, immer in eine Richtung laufen.
Aber ich glaube, wenn ich weiß, dass ich innerhalb von ein paar Stunden vermisst werde, würde ich einfach ein Camp machen. Camp machen, keine Energie verbrauchen und chillen. Kleinen Urlaub im Wald. Solange es kein Dschungel ist. Im Dschungel gibt's. Ja. Im Dschungel meinst du von wegen Tieren und sowas, die dich angreifen könnten? Feuer machen. Du willst einen Fluss suchen für Wasser und Essen. Gibt keinen Fluss. Du bist in der Sahara. Der typische Sahara-Wald. Quatsch. Nächstes Mal bin ich ein Star, holt mich hier raus, das Dschungelcamp dabei. Gibt's das noch? Hallo Maurediven. Aber in deutschen Wäldern beispielsweise einfach weitergehen, irgendwann bist du aus dem Wald raus. Also es gibt schon große Wälder. Aber ja. Ich weiß nicht, es gibt schon groß. Die sind schon groß. Wenn du Pech hast, musst du gehst du die längste Strecke, die Wald ist. Einfach nicht alleine verirren. Und zu zweit verirren ist immer noch besser. Dann kannst du die andere Person essen. Dann kannst du mit jemandem reden. Ideen austauschen. Immer schneller sein als Wolf, Bär und Wildschwein. Genau. Einfach auf den Baum kraxeln. Einfach totstellen. Oh mein Gott, so viele hässliche Tiere. Man muss nur schneller sein als dein Freund, den du mit dabei hast. Ganz genau. Es klappt aber auch nur einmal. Ein Ruin, genau. Wobei ich mag Ruin, genau. Aber ich weiß noch, hier hat mal ein Nuzlocke bei mir geendet. Weil ein Wohingenau mit Spiegelcape einfach, Wegsperre hat es auch noch, weil ein Wohingenau mit Spiegelcape oder Konter mich einfach fertig gemacht hat. Wie mache ich dich fertig? Ich habe tatsächlich Angst vor dem. Was heißt Keck W? Das ist ein Emote. Anscheinend siehst du Emotes nicht. Was ist das für ein Emote? Das ist ein 70V hat ein eigenes Emote? Das habe ich nicht eingestellt. Aber es sieht großartig aus. Wir gehen da hoch, weil Item. Ah nein. Wir gehen da runter, weil einziger Weg. Das heißt, ich hätte einfach nur weitergehen müssen und die hätte mich geheilt. Vergessen, dass das Spiel sehr einfach ist. Aber wenn du 7TV hast, siehst du alle Emotes. Lol, kann man keine Privatnachrichten mehr schicken? Wie, warum nicht? Doch, sollte noch gehen.
Whispers gibt's noch, obwohl Dr. Disrespect in den Whispers sein Unheil getrieben hat. Du kämpfst auch nur mit deinem Starter, oder? Du willst das so machen wie in Gen 5? Es gibt halt keinen Grund, warum ich mit was anderem kämpfen sollte. Aber nee, ich mach das nicht so wie in Gen 5, weil hier gibt's den EP-Teiler. Meine Pokémon leveln alle automatisch mit. Ich baue mir schon ein Team, aber warum soll ich mit was anderem kämpfen? Wenn mein Quajutsu alles fertig macht. Brauche ich hier Blitz? Kann irgendwas von der Decke fallen, was ich brauche? Ich glaube nicht. Herzstempel hat keine Wirkung? Ach, weil Psycho? Herzstempel Psycho. War da irgendwas, dass ich hinter einem Spiegel nicht weitergehen kann? War da nicht was? Kiesling. Das habe ich mal in Shiny gefunden. Oh, das war woanders. Das war nicht hier. War das in Gen 5? Irgendein Spiel hatte ich für den Stream emuliert und auf einmal war da ein Shiny Sedimantur. Das war Gen 5. Was war das? Bim, 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 bim. Was für ein Kiesling. Ich freue mich schon auf das Gen 6 Video. Hab die komplette Playlist von dir dazu durchgeschaut. Macht mega Spaß, sich das anzuschauen. Dankeschön. Aber das dauert noch etwas, bis Gen 6 kommt. Erstmal müssen wir es durchspielen. Dann müssen wir besondere Pokémon fangen. Dann müssen wir Vivillons fangen. Und dann sind wir eigentlich schon fertig. Außer, wir treiben es auf die Spitze mit Mega-Entwicklungen. Mega-Entwicklungen, Kantovögel, Savannah oder wie sie heißt, OT. Und für die Mega-Entwicklung müssten wir auch noch Oras spielen. Also, wir können das hier schon ein bisschen in die Länge treiben, aber ich weiß nicht, ob ich will. Magst du eigentlich jede Gen, auch Kamsin und Popo? Ich mag grob gesagt jede Gen, ja. Ich mag nur Gen 7 nicht. Aber ich habe Gen 7 auch nie wirklich selber gespielt, immer nur zugeguckt. Das heißt, wenn das als nächstes drankommt und wir spielen, wird es mir vielleicht gefallen. Aber ich weiß, dass die Story von Gen 7 mich ankotzen wird. Aber ja, mir geht's nie um Story, mir geht's nie um Grafik, mir geht's ums Sammeln. Und deswegen gefällt mir eigentlich jede Gen. Weil jede Gen hat cooles Gameplay und coole Pokémon. Willst du auch beide spielen wie in Gen 5? Ich muss beide spielen wegen den exklusiven Pokémon. Ich muss immer beide spielen. Ich meine, wie soll ich denn Iveltal kriegen? Hat es dir gefallen, das Tutorial von Gen 7? Natürlich nicht. Wo muss ich lang? Ich kann mich erinnern. Ist irgendwas durch den Spiegel durch? Ich kann den nicht mehr sehen, Pantimos. Bitte geh weg. Bitte verschleck dich. Ist echt praktisch, dass ich resistent auf Psycho bin. Bei den wenigen neuen Mons gibt es trotzdem noch Exklusive. Ja, Sabayon, Parfiness, Wummer und halt Iveltal und Xerneas. Und wie heißt's? Tandrak. Ich glaube,
Ich war schon überall. Irgendwo habe ich was verpasst. Also Sonne, Mond und Ultrasonne, Ultramond. Ich glaube, ich muss nur Ultrasonne und Ultramond spielen. Weil Sonne und Mond hat nichts, was Ultrasonne und Ultramond, glaube ich, nicht hat. Du könntest jetzt sagen, hey, du hast gesagt, du spielst immer das erste Spiel. Ja, aber Ultrasonne und Ultramond ist Sonne und Mond. Schwarz und Weiß war anders, weil Schwarz und Weiß hat eine Fortsetzung. Deswegen habe ich natürlich den ersten Teil gespielt. Aber Ultrasonne ist keine Fortsetzung, sondern einfach das gleiche Spiel. Nur mit mehr Ultra-Bestien am Ende. Vergesse ich den QR-Code für Magiana? Den hätte ich jetzt total vergessen. Ah, ich hasse es hier. Aus der Ash-Kajutsu aus der Demo. Ja, okay, dafür muss ich Sonne und Mond spielen. Encounter sind teilweise anders. Ja klar sind ein paar Encounter anders, klar. Aber es ist trotzdem das gleiche Spiel. Es ist nicht die Fortsetzung, es ist nicht ein neuer Teil. Baby, baby, baby. Usum reicht, ja. Hab Gen 7 schon fertig. Ich glaube, ich muss hier lang, wo er... Ah, ich kann hier hoch. Ich dachte mir, wie komme ich denn da hin? Das ist kacke, ey. Hallo Prani. Nachdem ich heute Ultra-Bestien gefangen habe, dachte ich mir, ob das in SM einfacher war. Glaube ich nicht. Warum hattest du Probleme? War das so schwer? Jetzt kriege ich ein Fluchtseil. Ich musste Ultramond durchspielen, nur wegen Magiana. Das war ein Krampf. Warum sagt ihr mal, das war ein Krampf? Freut euch doch darüber, Pokémon spielen zu können. Ich schon wieder. Radonis. Es sind halt immer weiße Ultrapforten, aber man kann sieht vorher nicht, welche Ultrabisschen dahinter sind. Mist. Ich bin ein mächtiger Kämpfer. Ich bin ein Adonis. Ich kann Karate. Mehr. Oh, du hast deinen Leggy zuerst auf Home gepackt, bevor du komplett fertig warst. Da habe ich auch immer Angst vor. Aber ab Gen 6 ist das bei Home nicht. Ab Gen 6 packe ich erst alle auf Bank. Und erst wenn ich alles habe, mache ich von Bank auf Home. Weil solange sie auf der Bank sind, kann ich sie immer wieder zurück auf Gen 6 packen. Wie erkenne ich ein Fake-Pokémon-Game? Es gibt verschiedene Methoden, aber grob gesagt musst du einfach online gucken, wie ein originales Spiel aussieht. Also googelst sowas wie... Was du mich gerade gefragt hast? How to... Fake-Pokémon-Game? Nicht how to fake. How to see Fake-Pokémon-Game. Und dann siehst du da Vergleichbilder
Und wenn du dann auf eBay oder sonst wo welche kaufen willst, vergleichst du die Bilder damit. Und wenn der eBay-Verkäufer dir keine Bilder schicken will, vom Innenleben zum Beispiel oder von der Rückseite oder sowas, dann kaufst du es definitiv nicht. Die Ash-Spiele kannst du zum Beispiel ins Licht halten und die haben eine andere Farbe. Aber auch das kann natürlich gefaked werden. Im Endeffekt ist es nervig, aber eigentlich, wenn du es einmal weißt, auf was du achten musst, dann siehst du es eigentlich sofort. Dass ich so viel Schlecker einsetze, kann er auch andere geile Geisterattacken? Wahrscheinlich nicht, ne? Schlecker ist einfach nur, weil halt Zunge. Ich werde dich schon wieder verrecken hier. Bei anderen Pokémon können doch nichts. Oft sind die Platinen innen ganz anders? Ja, bei Gen 3 ist es leicht zu sehen, wenn du ein Bild davon kriegst, wie das Spiel von innen aussieht. Gen 4 Spiele lassen sich nicht wirklich öffnen, deswegen musst du die gegen das Licht halten. Und dann hat zum Beispiel die Cartridge eine andere Farbe. Oder innen drin erkennst du andere Teile, die da nicht hingehören. Aber dieser komische Studentenfotograf hier kann mich jetzt einfach fertig machen. Wobei er hat nur ein Nidorino. Das kriege ich hin. Ist Nidorino schon Boden? Nö. Das erkennt man doch an der Farbe der Cartridge. Ja, das kann man halt auch faken. Aber ja, wenn du es gegen das Licht hältst. Ach, da ist doch bestimmt was. Fake. Können wir langsam hier fertig sein, bitte? Das ist jetzt ein bisschen... Okay, ich heile mich ausnahmsweise. Es wird mir alles zu wild. Und ich sollte mal speichern. Wir haben mal viel geschafft. Wie ist dir dein Essen gestern gelungen? Es ist mir gelungen, es hat geklappt, komplett ungekochten Reis direkt da rein zu tun und dann ist der tatsächlich ziemlich gut aufgegangen so. Aber es hat ein bisschen zu intensiv geschmeckt. Vielleicht habe ich zu viel Soja rein, vielleicht habe ich zu viel Kurkuma rein. Es hat ein bisschen zu krass geschmeckt. Aber es war Essen, das satt gemacht hat und tatsächlich alles, bis auf der Reis, sehr gesund war. Katapult. Muss dringend Baldur's Gate 3 spielen. Viel Spaß! Rosa und ich sind immer noch an Diablo 4 dran, hier und da, aber ich glaube, danach werden wir Baldur's Gate 3 spielen. Beim Kochen lernt man immer dazu. Ja. Aber woher soll ich denn jetzt wissen, was weniger Soja ist? Ich habe ja einfach Soja reingeschüttet. Ja, ich weiß nicht, ob ich das nochmal mache. Shinji und Ami. Mensch, süß, die steckt ihren Finger in sein, was? Hm. Wo ist die Schneeduli-Entwicklung? Schon, gell? Es braucht noch ein Herz. Ich wundere mich aber, dass es nur zwei Herzen sind. Also so stand es auf PokeWiki. Zwei Herzen für Entwicklung. Gedacht, volle Bandbreite. Elden Ring macht auch gerade so Bock. Kürzlich Spielzeit bei
Dem 70 Stunden, Hälfte der Zeit. Wahrscheinlich gestorben. Ja, ist geil, macht Bock. Ich meine, auf Twitch haben ja alle Spaß daran anscheinend. Das sind ja richtige Ligen jetzt entstanden, wie Leute sich treffen, nur um das dann zu speedrunnen. Und da war doch dieses fette Event jetzt, wo sogar Henno mitgemacht hat. Warum Absol? Absol, was ist los? Warum so schwach? Ich hätte ein bisschen mehr erwartet. Pinsir, oh je, Mini. Da hat sogar Dino mit kommentiert. Ja, genau, das habe ich eben auch gecheckt. Da dachte ich mir so, wow. Feier ich aber, dass es so viele anfangen. Aber mich wundert es nicht, Elden Ring ist so riesig. Elden Ring war jetzt, also Dark Souls war schon immer sehr beliebt. Aber ich glaube, Elden Ring hat die Schwelle überschritten, dass es wirklich jeder zumindest mal probiert. Weil davor war es immer okay, fuck Dark Souls, sauschwere Spiele. Ich weiß davon, sieht cool aus, probiere ich aber nicht. Und jetzt mit Elden Ring war es so, ah okay, sauschwer, aber so offen, dass es jeder eigentlich schaffen kann, weil du weglaufen kannst und so weiter. Und viel mehr RPG noch, viel mehr Leveln, viel mehr Methoden, Hilfen und sowas. Hilfen, halt so mit den ganzen Beschwörungen und so. Das ist so viel. Und dann auch noch George R. R. Martin und sowas. Also es hat nochmal so einen Schub gemacht für From Software, glaube ich, dass die ganze Welt einfach jetzt diese Spielebutze liebt. Die PS5 hat seinen Sohn in Beschlag. Hallo, hallo, hallo. Da muss... Wer die Füße unter dem Tisch hat, der muss gehorchen. Dem gehört nicht die PS5. Also, du weißt schon. Nicht darunter. Oh Gott. Wo laufe ich hin? Ich weiß, oben war das Ende, aber ich will die Höhle noch anschauen. Nein. Und erfahren, wo wir waren, so Steine zum Wegschieben und so. Du hast keins von diesen Spielen gespielt, dann hast du sehr viel verpasst. Und warum addest du mich bei jeder Nachricht, die du schreibst? Ich habe 2 Arena-Orden. 40. Wenn gefangene Pokémon einem nicht mehr gehorchen würden, dann würde es mir jetzt nicht mehr gehorchen, weil es jetzt Level 40 hat. Schlitzer? Schlitzer nehme ich. Grammokless kann Schlitzer. Okay, das macht Sinn. Verfolgung, Aeroas, Schattenstoß. 43. Stahlgeist. Aber Schlitzer. Aber Schwertanz. Ich muss doch Schwertanz behalten. Das Ding ist ein Schwert. Aber was sind das eigentlich für? Verfolgung ist physisch. Aeroas ist physisch. Schattenstoß ist auch physisch. Es ist alles richtig, ist alles perfekt. Soll einfach kein Schlitzer lernen. Ich lerne keinen Schlitzer. Ich markiere dich nur, wenn ich dich persönlich damit anspreche, ansonsten nicht. Ja, aber es nervt. Weil ich heiße nicht Leos Mind. Ich heiße Leo. Überleg mir auch eine PS5 jetzt zu holen für die anderen Souls-like Games wie Demon's Souls oder Sekiro.
Demon's Souls habe ich nur das Original gespielt auf der PS3 und es ist großartig. Wenn nicht sogar mein Lieblings von denen. Aber das Remake ist ja wirklich 1:1 geremaked. Also du kannst getrost auch das Remake spielen. Aber ja, ich würde sagen, ein PS5 lohnt sich. Wenn du die unbedingt spielen willst. Aber, wobei Sekiro ist noch nicht auf dem PC, ne? Ist eins von denen, die noch nicht auf dem PC sind. Sekiro und Bloodborne sind nicht auf dem PC, glaube ich. Okay, hat sich das gelohnt? Ich weiß ja nicht. Oh, was? Moment, achso, warte, ich sehe den Eingang hier. Sekiro gibt's auch auf PC? Aber Bloodborne und Demon's Souls safe nicht. Ja. Oh nein, Fast Guy. Sofort Sekiro spielen jetzt. Wo bin ich? Es wäre nett, wenn du mich nicht mehr markierst. Es macht keinen Sinn, den Streamer zu markieren. Und wenn, dann schreibst du Leo. Hey Leo. Leo? Wusstest du schon, Leo? At Leos Mind. Bitte hören Sie mich. Meine Nachricht geht sonst unter in diesem riesigen Chat, der schneller geht, als mein Auge sehen kann. Denn mein Auge geht mit einem Frame pro Sekunde. Auf jeden Fall. Akuma, du bist ein Don Fan. Farsky, du bist ein Siberio. Alter, dauernd lerne ich Attacken. Samenbombe nehme ich. Aber ist das besser als Rasierblatt? Ich weiß ja nicht. Oh, doch ist es. Mann, Kranksein ist scheiße, hast du alles daran? Das Nervigste am Kranksein ist das Kranksein, ja. Ich stimme dir zu. Wo bin ich? Hier ist die Anzi später. Also, halt nicht. Aber, wofür ist es sonst da? Als für ein potenzielles Dianzi, was nicht hier ist. Erzähl, Happens, was. Hallo, Tizi. Dann bin ich spät dran. Es gibt kein Spät und kein Früh. Es gibt nur ein Hier und Jetzt. Besser ist nur noch, kannst du mich mal grüßen? ich bin im Labyrinth gefangen, anscheinend. Danke an Scheiße, Pontinus. Gute Besserung. Nee, was ich gemeint habe. Das Nervigste ist, finde ich, dass wenn man krank ist, merkt man erst, wie man seinen Körper nicht wertgeschätzt hat, während man nicht krank war. Die Nase, ne? Nase ist verstopft und dann fällt einem erst auf, wie man Atmen als selbstverständlich gesehen hat. Schrecklich. Man denkt sich so, boah, wenn diese Nase wieder funktioniert, dann will ich das Atmen so genießen. Und dann machst du es trotzdem nicht. Genieß den Tag, ne, carpe diem. Ich kam da, ich muss wieder runter. Arbeit war stressig. Tizi, ich habe wegen deinem Namen das neueste Video, was du auf Patreon schon anschauen kannst. Morgen kommt's auf YouTube. Am Ende, wo ich die Patreons vorlese, habe ich zuerst Tiz. Ah, fuck. Ich hab's doch gelernt. Oder ist es die Person? Ja, ja, doch, safe. Was hat er gesagt? Tizi, Englisch. Okay, Tizi. Danke an meine Patrons. Taze. Ah, fuck. Danke an meine Patrons. Tesse. Ah, fuck. Aber ich hab's hingekriegt. Ich hoffe, du bist stolz auf mich, dass ich dran gedacht habe. Schon wieder Kanon. Ich will keinen Kanon. Ich hasse es, wenn man nicht riecht, was man isst. Ja.
Ah, hier ist die Abkürzung. So nah waren wir dran. Ich bin sowas von stolz. Yes. Wer bist du? Ach, der Wahrspiegel. Ach, dann ist hier wahrscheinlich ein Spiegel, um halt die Naturgeister, Geister der Natur zu verändern. Aber das... Okay. Ging ja in Schwarz-Weiß 2 auch schon. Sind wir da? Yantara, Yantara. Was haben wir da gesagt, finde ich da? Was war das? Was haben wir vorhin gesagt? Da hat jemand gesagt Yantara. Warte. Ich weiß es selber. Keine VM. Keine TM. Sanftglocke. Bam, 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 bam. Aber die Sanftglocke bringt doch eh nichts. Weil Freundschaft. Also, oder ist das System auf dem zweiten Bildschirm das Freundschaftssystem? Ich dachte, das ist ein zusätzliches System. So wie damals Schönheit zum Beispiel. Also bringt es überhaupt was, die Sanftglocke auszurüsten? Es sind immer die offensichtlichen, ne, die einfach im Weg stehen. Bringt es was? Heutzutage ist Felinara natürlich eine Freundschaftsentwicklung. Aber hier war es noch eine, ich benutze dieses komische System hier unten, Entwicklung. Also ich weiß nicht, ob das überhaupt das gleiche System ist. Weiß es nicht. Aber wir machen es einfach. Ich bin jetzt eh Stufe 2, oder? Nope, 1. Was ist das für crazy Musik eigentlich hier? Ich schätze mal, das ist hier. Aber die Bälle sind im gleichen Beutel wie sowas wie ein Schwarzgurt. Das ist aber auch ein bisschen unübersichtlich. Okay, ansonsten ist hier wahrscheinlich eine Arena, die wir jetzt noch schaffen. Bin ich geheilt? Danke für das Glück, du Robbensohn. Oh, endlich wieder meine Freunde. Ich habe euch so vermisst. Kein einziges neues Pokémon war in dieser Höhle. Kein einziges. Oder? Nee. Wingenau. Kiesling. Latiamo. Nichts Neues in der Höhle. Ich bin enttäuscht. Stand der Typ da nur, damit ich die Cutscene auslöse? Mit den zwei Leuten? Pff. Okay. Sau wichtige Cutscene, dass wir alle Wege absperren müssen dafür. Da ist sie. Conny ist gerade im Turm und der Turm ist hier. Bin mal gespannt. Hier gibt es ja dieses Areal, wo man nicht drauf kann. So Area 51. Ob sie das irgendwie in Legends sah, dann erwähnen werden. Mauri, du bist ein Skorgra. Bin froh, wenn die EM wieder vorbei ist. Ich krieg davon zum Glück gar nichts mit.
Aber wenn ich in München wäre, dann würde mich das wahrscheinlich auch sehr stressen. Gut, dass ich damit nicht alleine bin. Scheiß auf Fußball. Alles Idioten. Kauft euch doch einen eigenen Ball. Scorgro, habe ich Scorgra gesagt? Es tut mir leid. Scorgro. Ach, ist das nicht die? Ist das nicht dieser Turm, wo ich jetzt ewig lang nach oben gehe und Lucario und dann kriege ich oben Lucario geschenkt? Und dann packe ich es sofort in die Box. Obwohl wahrscheinlich Lucario nicht schlecht wäre. Aber nur Gen 6 Pokémon. Wir hatten echt viele Schatten auf der Arbeit, die waren aber eigentlich am ruhigsten von allen. Bin ich in München, mein Mann ist so fußballverrückt. Achso. Dann hast du das Problem hier auf der Couch sitzen, verdammt. Mr. Mega. Die Augenbrauen. Fast so krass wie die von Milotic. Ich habe einen Stein gefunden, habe ich? Oh. Nein, ein Freund gab ihn mir. Zuerst sage ich, ja, ich habe ihn gefunden. Und dann sagt der Typ, hallo, hallo, stimmt nicht. Und dann sage ich, ein Freund hat ihn gefunden. Dann sagt er, hallo, hallo, sei nicht so bescheiden, du hast ihn gefunden. Mal schauen, ob wir irgendwann ein Pokémon-Spiel kriegen, wo Entscheidungen... Ich meine, es gibt seit Gen 1 Entscheidungen, die Konsequenzen haben, wie... Kabuto oder Amonitas. Aber halt so richtig storymäßig Entscheidungen. So, dass du asozial sein kannst zu denen oder nett sein kannst. Aber vielleicht noch tiefgründiger, dass du tatsächlich drei verschiedene Enden hast. Aber vielleicht ist das auch einfach nicht das Ding von Pokémon, weil sowas machst du ja für Replayability. Also, dass du nochmal spielen willst, um andere Sachen zu erleben. Aber das ist nicht so das Pokémon, weil Pokémon ist eigentlich, du machst halt die 100%. Und wenn du verschiedene Routen hast, dann kannst du nicht wirklich 100% machen. Ich glaube, das wird nicht passieren. Ja, ich glaube auch nicht. Aber es wäre cool. Also die reden hier über Mega-Entwicklung und dass man die benutzen kann. Aber wie bei jedem... Gimmick wissen sie nicht, woher es kommt und warum es funktioniert, oder? Und wie immer, der Grund, dass die Forschung noch nicht vorangetrieben wurde, ist Geld. Sie haben nicht genug Geld. Das ist ja sogar Mega Lucario auf der Statue. Okay, warum bin ich hier rein? Ich sah gerade so heroisch aus. Welcher Kampf? Wer? Wer will kämpfen? Sie. Moment, setzen wir jetzt Mega-Entwicklung ein? Aber ich kann nicht. Ich habe nichts mit Mega-Entwicklung. Macht die jetzt hier so ein fettes... Was hat die eigentlich? Xiaogon. Okay. Den schleck ich weg. Ein bisschen länger geschleckt werden. Freut ihr euch auch schon auf Gewaldro am Freitag? Hype? Gewaldro-Hype? Aber kurz gucken, was man braucht, dann realisieren, dass es einfach nur ein Epitaph sein wird und dann Epitaph einfach
Ableit-Hieb benutzen, bis Gewaldro weg ist. Aber es ist, glaube ich, ein Drache, ne? Gewaldro ist, glaube ich, Drache. Das ist ziemlich cool. Gigastanisch. Tja. Weißt du, ich wechsle jetzt mal. Gigastanisch. Da benutze ich jetzt Gramokles. Was so mega? Achso, stimmt. Mega Gewaldro ist Drache. Wie zurückgeschreckt. Mein Schwert kennt keine Furcht. Auf! Volltreffer. Oh. Oh. Dann schafft das sicher mein Quajutsu irgendwie. Stopp! Gigastanisch. Wir sind zusammen nebeneinander aufgewachsen in einem Pokéball. Ganze 5 Level haben wir zusammen gelebt als Nachbarn. Evoli. Absol habe ich vorhin gewone-shottet. Warum auch immer. Aber dieses Absol ist besser trainiert. Oh nein. Oh, okay. Easy. Da war noch nicht mal eine Mega-Entwicklung dabei. Ich dachte jetzt, die packt jetzt direkt ihre Mega-Sache aus. Aber Absol hätte eine Mega. Vielleicht, ja, das passiert, glaube ich, noch, oder? Dass die irgendwann ihr Absol zum Mega macht. Yes. Jetzt soll ich Conny herausfordern. Aber ist sie nicht Conny? Ja, sie ist Conny. Muss ich nicht? Ich dachte, ich muss den Turm hoch. Irgendwann gehe ich den Turm hoch und ich krieg das Lucario. 1. Ich glaube, es sind 2 und ich krieg 1. Sie hat keinen Armreif. Den krieg jetzt nur ich. Weil ich Conny jetzt zunichte machen werde. Ich finde, es hätte vollkommen gereicht, einfach nur Serena, also die im roten Kleid zu haben, anstatt 4. Schon ein geiles, kleines Haus für den Herrn. Andere Seite, aber Pokémon Center war hier. So, das machen wir jetzt noch. Ich bin am Gähnen und Gähnen, weiß nicht warum. Das Deoxys hat mich einfach platt gemacht. 28.240. Kann ich die Zahlen noch auswendig? Der erste Fail kam bei 9872. Reset auf 0. Dann war, glaube ich, 4319. Kam das Shiny unten links. Dann Reset. 28240. Und das dritte Deoxys kam. Schon, ich erwarte jetzt definitiv 1 unter Odds. Ich erwarte eigentlich das vierte Deoxys heute, wenn ich später den Film zu Ende gucke. Der Junge mit den roten Haaren und dem Leggy ist mir heilig. Der Junge mit den roten Haaren und dem Leggy. Den kenne ich nicht.
Flordelis. Ach, das ist hier so, wo das und dann stellt es irgendwie um, je nachdem, wie viele ich besiege mit der Zeit. Und sind die alle hier am... Oh nein. Bleib da! Warum sie... Ah, ich muss die ansprechen, okay. 28240, coole Zahl. Ist es? Ich finde 9876 ist die coolste Zahl. 9876? Robato Tomato hat nach einem Gespräch nach der Story an Leggy, meine es wäre Latios, kann mich auch irren. Ich weiß das nicht. Ich habe das Spiel noch nicht wirklich gespielt. Wir werden das sehen am Ende. Gwyneth. Lin Fu. Ich habe letztens einen Film angeguckt, der schon alt ist und ich den ewig anschauen wollte und nie gemacht habe. Der talentierte Mr. Ripley, wovon es jetzt eine neue Auflage gibt als Serie auf Netflix. Also der Film, der talentierte Mr. Ripley, Matt Damon. Der ist creepy, der Film, der ist nicht schlecht. Das ist jetzt kein, ich finde, es ist kein Must-See. Das ist jetzt keine Filmgeschichte. Aber der war nicht schlecht, der talentierte Mr. Ripley. Seltsam. Creepy Movie. Aber da hat es mich auch geärgert, wie unfassbar hübsch eigentlich Jude Law ist. Wie kann man so gut aussehen? Carrie D. Raven, hallo. Er erzählt nur davon. Achso, das wird schwierig. Ich lese ja nie, was der redet. Hallo Eve. Provato Tomato. Pam Pam, dich brauche ich noch. Wo finde ich dich, ey? Du musst in mein Team. Pam Pam ist eines der besten Pokémon. Pam Pam. Ich glaube, sie... Ich meine, hier ist ja alles Kampf, oder? Sie hat bestimmt ein... Hat sie einen Pandrago? Nee, das wäre, glaube ich, zu krass. Also, sie hat einen Lucario. Ich schätze mal, sie hat Pam Pam. Am Ende Lucario. Sie hat eigentlich mehrere Lucario. Macht sie eine Mega-Entwicklung Lucario? Kann schon sein. Das wäre fast zu krass, oder? Für die dritte Arena. Was ist denn noch ein Kampf-Pokémon in Gen 6? Ah, sie könnte Rasladero haben. Pam Pam, Rasladero, Lucario, sage ich, hat sie. Wir werden sehen. Noah Knight Raven, hallo. Pam Pam ist auf Route 5. Da bin ich ja schon längst vorbei. Warum habe ich das nicht gesehen? Man merkt, Diamant und Perle hätte jetzt schon den vierten Orden. In Gen 1 wäre ich schon in Saffronia City, ey. Pam Pam gibt's aber auch in der VF mit der Kontakt-Safari. Ich will keine Kontakt-Safari machen. Ich habe Trauma von versteckten Fähigkeiten. Oh, Psyogon lernt Spukball. Eigentlich will ich gar kein Psyogon im Team haben. Ich wollte es nur entwickeln. Aber nehme ich. Sehr gut in der Kampfarena, der Spukball. Wobei. Ah, das bringe ich auch immer durcheinander. Oh, oh, oh. Geht Kampf gegen Geist oder geht Geist gegen Kampf? Eins von beiden geht. Ich glaube, Geist gegen Kampf geht. Ja, Geist gegen Kampf geht, aber Kampf gegen Geist geht nicht. So. Kampf gegen Geist geht. Geist gegen Kampf ist effektiv. Genau, das meine ich. Geist gegen Kampf. Ja. Geister können angreifen, aber Kämpfer können... Ja, ja, ja. Geist ist immun gegen Kampf und Normal. Falsch. Geist ist nur immun gegen Normal. Also es ist immer Semantik, wie man es ausspricht. Also du kannst
Ein Geist-Pokémon macht Schaden gegen ein Kampf-Pokémon, aber ein Kampf-Pokémon macht keinen Schaden gegen ein Geist-Pokémon. Also Attacke. Kampf geht nicht gegen Geist. Richtig. Aber Geist geht gegen Kampf. Ich dachte immer früher, es ist beides in beide Richtungen, aber Kampf ist tatsächlich nicht in beide Richtungen. Geist ist immun gegen Kampf. Dagegen auch sehr effektiv. Nein. Also wie du es formulierst, nein. Immun ist defensiv und wirkungslos ist offensiv. Ja, das, was ich gesagt habe, ist auf jeden Fall richtig. Aber es kommt drauf an, wie man den Satz formuliert. Wenn aber Kampf keinen Schaden Geist macht, ist doch Geist dann immun, oder nicht? Wenn aber Kampf keinen Schaden gegen Geist macht, ist doch Geist dann immun. Ach so, ja eben, das meine ich mit Semantik. So, wie sagt man das? Ist es richtig, wenn man sagt, Geist ist immun gegen Kampf? Stimmt. Ja, ich finde es... Diese ganze Terminologie bei Pokémon-Wechselwirkungen ist so kompliziert. Wo ist... Ich glaube, ich hab's, oder? Brauche ich 3 oder 4? Ah ne, da in der Mitte. Einer ist noch da. Die bleiben stehen. Ach, dann bist du das. Komm zurück. Wenn Kampf gegen Geist kein Schaden ist... Wenn Kampf gegen Geist kein Schaden, ist Kampf wirkungslos und Geist immun. Ja, es ist... einfach nur Deutsch. Ich möchte diese Woche noch den Voidglitch machen. Viel Erfolg. Mach's doch jetzt sofort. Dauert 5 Minuten. Plus 3 Stunden. Mach es wirklich wie im Video. Mach es 1:1 wie in meinem Video. Denk dir nichts anderes oder so. Oh, jetzt könnte ich das machen. Nein. Hallo Torti. Hallo, ich bin der Neue. Das ist falsch. Torti, wenn du neu wärst, dann wäre deine Nachricht grün. Nein, Schmarrn. Torti, hallo. Viel Glück im Reich der Schatten. Letztens hat wieder, also was heißt wieder, aber letztens hat jemand drunter geschrieben, dass es nicht geklappt hat. Aber ich habe nur drunter geschrieben, ich kenne inzwischen so viele Leute, die es mit dem Video geschafft haben, also muss es leider bei der Person liegen und nicht am Video. Es ist halt auch echt nicht leicht. Es klingt so komisch, dass es sollte eigentlich leicht sein, einfach Nummern zu folgen. Aber es ist echt nicht leicht. Ich habe ja auch oft genug es verkackt. Conny! Hallo Mörsel. Oh, die Musik, die Musik. Ich hatte nicht recht, sie fängt mit Linfu an. Kein Pampam. Ich glaube trotzdem noch, dass sie Rasladero hat. Warum ist mein Quanchu zu tot? Schafft er schon. Schafft er schon. Ich vermisse die Orden. Wie meinst du, es gibt doch Orden, hä? Rasladero. Polja. Ich weiß gar nicht, ob Katapult so gut ist zu machen. Das ist eigentlich nur effektiv, weil Kampf. Ich mache Aquarelle. Ist vielleicht auch verwirrt. In den neuen Spielen. Gen 9 hat auch Arenen, was meinst du? Gen 8 hat auch Arenen. Das einzige Spiel, was keine Arenen hat, ist Gen 7. Aber die haben auch Arenen, nur halt heißen sie anders. Mashok? Wo ist ihr Lucario? Lame. Lucario war zu stark. Puh.
Alter, easy. In welchem neuen Spiel gibt es keine Arena-Orden? Außer halt in Legends Arceus. Da gibt es noch keine Orden. Charme. Nope. Ihr benutzt kein Lucario und Gym-Leader-Kampf. Das habe ich gemerkt. Oh! Mehike wird zu einem anderen Auto-Pun. Dad-Joke. In Cabo gibt es sogar 18 Orden. Ja, naja. Das sind aber keine Arena-Orden. Wurm, 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 wurm. Okay, dann müssen wir das. Hallo? Dann können wir das auch mal updaten hier. Die Orden sind nicht sehr hübsch in diesem Spiel. Ich kann Surfer einsetzen. Wo ist Surfer? Gib mir Surfer. Nicht zum Fortbewegen, aber damit mein Quajutsu Surfer einsetzen kann. Ah ja, jetzt muss ich mit ihr auf die Turmspitze und dann gibt's Megakampf. Hab bald 1000k von einer Milliarde geschafft. Nice. Dann bist du jetzt schon. Ist ja schon halb fertig. Okay. Das war's für heute. Kein Bock mehr. Ich mag Pokémon X. Das war jetzt ein langer Weg zwischen Arena 1 und 2 und 3. Sehr viele Kämpfe. Aber ich glaube, am Ende geht es relativ schnell fix, das Spiel dann. Ich muss mal eine Karte anschauen. Wo ist hier überhaupt eine Karte? Ich weiß gar nicht, wie das aussieht. Wo bin ich überhaupt? Hier bin ich. Ist keine sehr... kein schöner Kreis. Wie in Gen 5. Gen 5 ist ein schöner Kreis. Hier und dann Tempera... Meeres-Titanenhöhle und dann zurück nach Illumina und dann wahrscheinlich hoch nach Romantia und dann Frescora und dann Fluxia und dann Mosaia und dann Fractalia und dann die Pokémon-Liga. Was ist das Pokémon-Dorf? Was sind Batika? Batika ist wahrscheinlich Endgame. Ah ja, ich bin noch nicht weit. Nicht sehr weit. Aber schon ein über Level 40 Quajutsu. Batika ist Postgame mit Kontakt Safari. Okay. Da gehen wir nicht hin. Ah. Sorry. Hä? Surfer gibt's in Yandere. Das sehen wir dann. Danke fürs Dasein. Ich bin wahrscheinlich morgen wieder da. Ungefähr nachmittags, so wie heute. Und heute Nacht werde ich, glaube ich, das vierte Deoxys suchen. Und ich sag's euch, ich finde es heute schon. Es wird heute einfach schon gefunden, das Deoxys. Es kommt einfach direkt, weil ich jetzt so lange gewartet habe. Ansonsten kommt morgen das Video über Level 1 Gyarados raus. Würde mich sehr freuen, wenn ihr es anschaut. Und vor allem mit anderen Leuten, die ihr kennt, teilt. Level 1 Gyarados, wie habe ich es gefangen, was muss man machen, wie muss man sich vorbereiten. Es ist eine große Vorbereitung, die man treffen muss für ein Level 1 Gyarados, aber dann hat man ein Level 1 Gyarados, das einzigartig ist. Sehr einzigartig. Einzigartiger als Shiny, würde ich sagen. Okay,
Tschüssi. Bis morgen.